erstmal herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Perspektiven auf Leihmutterschaft, eine kritische Betrachtung. Mein Name ist Lena Henke, ich bin Referentin für sexuelle und reproduktive Rechte bei Terre de Femme und ich freue mich sehr, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und dass Sie auch so zahlreich erschienen sind. Das zeigt das große Interesse am Thema Leihmutterschaft und auch das Interesse an einem Austausch dazu. Ich darf Ihnen noch ganz kurz meine Kollegin vorstellen, die heute die Veranstaltung begleiten. Carina Grieshopp aus der Veranstaltungskoordination kümmert sich heute um alle technischen Aspekte in der Veranstaltung. Sollten Sie im Laufe der Veranstaltung technische Probleme bekommen, können Sie sich entweder direkt über den Chat an Carina Grieshopp wenden oder Sie auch telefonisch erreichen. Die Nummer finden Sie jetzt auch im Chat. Und in der Chat-Moderation unterstützen mich heute Nina, Emma und Miller. Sie sehen jetzt gleich noch mal kurz den geplanten Ablauf für heute. Wir starten gleich mit einer kurzen Umfrage. Anschließend wird Telekom-Vorständin. Hat jemand, darf ich kurz fragen, ob jemand sein Mikrofon noch anhat? Wir hören Hintergrundgeräusche. Dankeschön. Wunderbar. Bevor ich weitermache und mich niemand hört. Genau. Carina, vielleicht könntest du noch kurz den Ablauf teilen. Wir starten, wie gesagt, gleich mit einem kurzen Input unserer Terre de Femme Vorständin, Professorin Dr. Gudula Kosak, die den thematischen Einstieg in die Veranstaltung geben wird. Im Anschluss können Sie direkt gerne Verständnisfragen stellen. Ich würde Sie doch bitten, Diskussionsfragen für das Ende der Veranstaltung aufzuheben. Wir haben nach den Vorträgen der Referentin genug Zeit noch eingeplant, um mit Ihnen in den Austausch zu gehen und alle Ihre Fragen oder möglichst viele Ihrer Fragen zu klären. Silke Koppermann wird uns die medizinischen Aspekte von Leihmutterschaft vorstellen. Auch hier können Sie gerne im Anschluss direkt Ihre Verständnisfragen stellen. Und Melai Hayet wird uns im letzten Beitrag der Veranstaltung Leihmutterschaft sowohl aus der Kinderwunsch- wie auch aus der Kinderperspektive näher erläutern. Danach würden wir dann noch eine letzte Umfrage mit Ihnen machen. Und zum Schluss bleibt dann noch Zeit für Sie, wie gesagt, um Fragen an die Referentin zu stellen, zu diskutieren und um miteinander in den Austausch zu gehen. Bevor Gudula Kosak gleich mit dem Input zu Leihmutterschaft beginnt, möchte ich noch mal kurz auf unsere Kommunikationsregeln hinweisen. Wir freuen uns sehr, dass so viele Teilnehmende heute in der Veranstaltung sind und wir möchten Ihnen natürlich die Gelegenheit geben, Ihre Fragen an die Referentin zu stellen. Und um niemanden zu übersehen, möchten wir Sie bitten, entweder Ihre Fragen direkt in den Chat zu schreiben. Dort werden dann alle Fragen gesammelt und von Nina vorgelesen. Schreiben Sie auch gerne dazu, wenn Sie eine Frage an eine bestimmte Referentin haben. Oder Sie können über die Option Reaktion das Handzeichen verwenden, dann werden Sie von uns aufgerufen und können Ihre Frage direkt stellen. Wie gesagt, bei technischen Fragen und Problemen wenden Sie sich gerne an die E-Mail-Adresse, die jetzt gerade im Chat zu sehen ist, oder rufen Sie die Telefonnummer an, die dort angegeben ist, dann helfen meine Kolleginnen Ihnen gerne weiter, sollten Sie zum Beispiel aus dem Zoom-Raum geworfen werden. Ein letzter Hinweis noch, die Veranstaltung heute nehmen wir auf und werden sie dann im Anschluss auf dem Telefon-YouTube-Kanal für alle zur Verfügung stellen. Dann würde ich sagen, starten wir mit unserer ersten kleinen Umfrage, die sich gleich als Fenster bei Ihnen öffnen sollte. Und die erste Frage, die Sie dort sehen, lautet, aus welchem beruflichen oder ehrenamtlichen Kontext haben Sie sich für diese Veranstaltung angemeldet? Es sind auch mehrere Antworten möglich. Scrollen Sie gerne ein bisschen runter, um alle Antworten zu sehen. Sekunde, die Umfrage ist noch nicht zu sehen. Es dauert noch einen kleinen Moment. Okay, kein Problem. Danke fürs Bescheid sagen, Carina. Da können Sie sich schon mal auf die Fragen vorbereiten. Genau, wir würden gerne wissen, aus welchem beruflichen Kontext Sie sich heute für die Veranstaltung angemeldet haben. Das ist vielleicht ja auch für Sie dann ganz interessant zu sehen, wo die verschiedenen Teilnehmenden heute herkommen und wo es eventuell auch Berührungspunkte, berufliche Berührungspunkte mit dem Thema Leihmutterschaft gibt. Noch jemand? Genau. Mikrofon an. Die erste Umfrage ist jetzt sichtbar. Genau, es gehen auch fleißig, es wird fleißig geantwortet. Ich warte noch mal kurz.
bis alle geantwortet haben. Es bewegt sich auch noch ein bisschen was. Genau, perfekt. Dann gebe ich jetzt die Ergebnisse frei. Genau. Jetzt die kurze Frage, können Sie alle die Ergebnisse sehen? Ja. Super, ich sehe Nicken. Also man sieht, es ist ja, sehr viel beruflicher Kontext da. Wir haben einige Teilnehmende aus Beratungsstellen, aus dem Ehrenamt, aus dem Aktivismus, 19%, 18% Gleichstellungsbeauftragte, aber eben auch ja, PsychotherapeutInnen, PsychologInnen. Sie sehen, genau, es sind viele Teilnehmende da aus ganz vielen verschiedenen Kontexten. Genau, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage, Lena. Genau, vielen Dank, Karina. Die zweite Frage, die sich anschließt, wäre dann, haben Sie in Ihrem Beruf Berührungspunkte mit dem Thema Leihmutterschaft? Hier können Sie zwei Antwortmöglichkeiten auswählen. Genau, auch da sehe ich viele Antworten. Es bewegt sich auch noch was. Genau, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich werde die Umfrage jetzt beenden und die Ergebnisse freigeben. Sie sehen, es ist 50-50. Genau, 50-50. Okay, spannend. Sehr spannend, ja. Also einige berufliche Kontexte und dann einige Teilnehmende, die aus Interesse dabei sind. Das ist ja eine schöne Mischung. Eine letzte Frage haben wir noch, bevor die Referentinnen beginnen. Karina, wenn du bereit bist. Mhm. Und die lautet, sind Sie dafür, dass das Verbot von Leihmutterschaft in Deutschland in seiner jetzigen Form bestehen bleibt? Auch da bin ich sehr gespannt auf Ihre Antworten. Genau, auch da gehen Antworten ein. Wir warten noch einen kleinen Moment, bis Sie alle geantwortet haben. Genau, jetzt bewegt sich nichts mehr. Das heißt, ich beende die Umfrage. Genau, und genau, zum aktuellen Meinungsbild sind Sie dafür, dass das Verbot von Leihmutterschaft in Deutschland in seiner jetzigen Form bestehen bleibt, haben 51% für Ja gestimmt, 7% für Nein. Ich bin für die Legalisierung von kommerzieller Leihmutterschaft in Deutschland. 12% haben dafür gestimmt, nein, ich bin für die Legalisierung von altruistischer Leihmutterschaft in Deutschland. Und 35% ist sich noch unsicher. Genau. Dann vielen Dank, Karina. Beende ich jetzt die Freigabe. Für die Ergebnisse. Einige Leute, die sich noch unsicher sind, dann hoffen wir natürlich, dass wir mit der heutigen Veranstaltung vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten können, Ihnen einige Aspekte von Leihmutterschaft näher zu bringen und die Fragen, die Sie zu dem Thema haben, so zu beantworten, dass Sie hoffentlich mit etwas weniger Unsicherheiten aus der Veranstaltung rausgehen. Vielen Dank schon mal, dass Sie daran teilgenommen haben. Dann darf ich das Wort an TEDEFAM-Vorständin Gudula Kosak übergeben. Professor Dr. Gudula Kosak ist Soziologin und Ethnologin. Sie hat jahrzehntelang bei den Mafa in Nordkamerun geforscht und dort zahlreiche Projekte betreut. Sie hat zu Frauenthemen wie etwa Frauen in Afrika, Hexenverfolgung, Wechseljahre, Patriarchat und Weltbilder publiziert. Und ihr Engagement gilt auch dem Kampf gegen Genitalverstümmelung in Afrika. Damit würde ich das Wort an dich, liebe Gudula, übergeben. Ja, ganz herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sprechen darf. Und ich bin also wirklich beeindruckt über die Vielfalt der Teilnehmenden hier
und denke, dass wir dadurch also ein ganz lebendiges, einen ganz lebendigen Austausch vor uns haben. Wir haben ja gesehen, es gibt die unterschiedlichsten Einstellungen. Leihmutterschaft ist ein heißes Eisen in Deutschland. Ein Wunschkind mit einem eigenen Ei, mit dem eigenen Gen also, von einer anderen Frau austragen zu lassen, wenn andernfalls der Wunsch nach einem eigenen Kind versagt ist, scheint zunächst ein legitimes Anliegen. Genauso wie der Wunsch nach einem teilbiologischen Kind für ein homosexuelles Paar. Findet sich eine Frau, die ihren Körper zur Erfüllung dieses Herzenswunsches zur Verfügung stellt, so scheint das eine ideale Lösung. Aber das ist in Deutschland nicht erlaubt. Aus guten Gründen, das ist das Thema heute. Was genau ist eigentlich eine Leihmutterschaft? Es handelt sich um eine reproduktive Technik, bei der eine Frau, die Leihmutter nämlich, ein Kind für andere Menschen austrägt. Dabei ist zu unterscheiden einerseits zwischen der kompletten Leihmutterschaft. Hierbei wird die befruchtete Eizelle der Wunschmutter in den Uterus der Leihmutter eingesetzt. Es besteht also eine biologische Verbindung zwischen Leihmutter und Kind. Und andererseits der partiellen Leihmutterschaft, bei der die Leihmutter auch ihre Eizellen zur Verfügung stellt. Es gibt also keine biologische Verbindung zwischen der Wunschmutter und dem Kind. Und je nachdem, welche Fertilitätsprobleme ein Paar aufweist, wenn der Kinderwunsch zum Beispiel bei einem lesbischen Paar besteht oder wenn eine alleinstehende Frau sich ein Kind wünscht, kann zur Befruchtung auch eine Samenspende ins Spiel kommen. Ein Kind von einer Frau im Ausland austragen zu lassen, ist für Personen oder Paare in Deutschland eine gängige Praxis. Zahlreiche Länder lassen eine sogenannte altruistische Leihmutterschaft zu, also das Austragen eines Kindes aus nicht kommerziellen Erwägungen. Das sind allein in der EU 12 Länder, nämlich Belgien, Lettland, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Dänemark, Griechenland, Irland, Niederlande und auch Luxemburg. Was also gibt es dagegen einzuwenden? Immer mehr Personen mit einem Kinderwunsch gehen diesen Weg und er wird vom Gesetzgeber in Deutschland nicht sanktioniert. Die Ampelkoalition hat eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin eingesetzt mit dem Ziel der Überprüfung einer Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs sowie der Legalisierung von Leihmutterschaft und Eizellspende. Was ist daran auszusetzen? Wir müssen uns die Frage stellen, gibt es überhaupt eine altruistische Leihmutterschaft? Tadej Pham behauptet, dass eine Unterscheidung zwischen altruistischer und kommerzieller Leihmutterschaft nicht möglich ist. Und dieser Begriff altruistische Leihmutterschaft, die Ausbeutung der Frauen durch eine Vermietung des Körpers, nur kaschiert. Auch bei der altruistischen Leihmutterschaft wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt, die für arme Frauen, zumal in ärmeren Ländern, oft einen ausreichenden finanziellen Anreiz darstellt, sich auf diesen Handel einzulassen. Vermittlungsagenturen und Kliniken profitieren dabei am meisten. Ein Vergleich der ungefähren Kosten macht dies deutlich. In den USA muss eine Frau für eine Leihmutterschaft ca. $100.000 aufbringen, von denen die Leihmütter nur etwa 10-30% sehen. In Europa sind die Kosten für eine Leihmutterschaft etwas günstiger, aber immer noch eklatant. Wunscheltern zahlen für eine Leihmutter aus der Ukraine, Griechenland oder Zypern etwa 40.000 Euro, von denen die Leihmutter nur ca. 14.000 erhält. Eine Leihmutter in Thailand oder Indien
bekommt lediglich zwischen 5.000 und 10.000 US-Dollar. Allein diese Zahlen werfen die Frage nach der Ethik dieser Praktik auf. Hier wird das Machtgefälle zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden überdeutlich. Mietmutterschaft ist ein globales Geschäftsmodell, das auf ungleichen Machtverhältnissen beruht. Außerdem wird das Kind bei der Mietmutterschaft zu einem Vertragsgegenstand, also zu einer Ware. Dieser Kinderhandel ist ein klarer Verstoß gegen seine Menschenrechte. Befürworterinnen von Leihmutterschaft berufen sich oftmals auf das Selbstbestimmungsrecht jener Frauen, die sich für eine Leihmutterschaft zur Verfügung stellen möchten. Hier wird das Recht auf Selbstbestimmung allerdings verdreht. Anderen Personen wird das Recht gewährt, auf Frauenkörper zuzugreifen und diese auszubeuten. Das Recht der Mietmutter auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper wird bei einer Leihmutterschaft vertraglich ausgehebelt. Die Mietmutter verpflichtet sich bereits vor der Schwangerschaft, ihr Recht auf Mutterschaft aufzugeben und Entscheidungen über ihren eigenen Körper während der Schwangerschaft an die Auftragseltern abzutreten. Die Auftraggeber erlangen vertraglich das Recht, weitreichende Entscheidungen über den Körper der Mietmutter zu treffen und sie somit zu entmündigen. Tadefam hat sich im Jahre 2020 zu dem Thema Mietmutterschaft, wie wir es nennen, um den kommerziellen Charakter dieser Praktik beim Namen zu nennen, positioniert. Und wir stellen folgende Forderungen auf. Tadefam spricht sich gegen die Legalisierung jeglicher Form von Mietmutterschaft aus. Tadefam fordert die Bundesregierung auf, effektive Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass deutsche Staatsbürgerinnen Mietmütter im Ausland beauftragen. Die Bundesregierung soll sich auf internationaler Ebene dafür einsetzen, dass im Rahmen der Menschenrechtsinstrumente die Ausbeutung von Frauen als Mietmütter wirksam unterbunden wird. Und was tun wir, um diese Forderungen, um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen? Wir nehmen diese Forderungen ausgesprochen wichtig. Auch deshalb haben wir neuerdings ein eigenes Referat zum Thema sexuelle und reproduktive Rechte eingerichtet. Wir machen, wo immer möglich, die Öffentlichkeit und die Politik auf die Komplexität des Themas aufmerksam und geben unsere Forderungen bekannt. Wir haben eine Stellungnahme verabschiedet zum Vorschlag für eine Verordnung des EU-Rates zur Einführung eines europäischen Elternschaftszertifikats. Kürzlich haben wir einen offenen Brief an die Veranstaltung der Wish for a Baby-Messe in Berlin geschickt, in dem wir darauf hingewiesen haben, dass die Werbung für die in Deutschland verbotene Praktiken strafbar ist. Und wir haben die heutige Veranstaltung organisiert und bieten Ihnen deshalb das Gespräch hier an. Wir wollen mit Expertinnen und Interessierten aus jeder Branche dies ins Gespräch kommen. Und unser Ziel ist es heute, trotz unserer eindeutigen Positionierung, die Komplexität des Themas zu erfassen und zu verstehen. Dabei werden Referentinnen mit verschiedenen Hintergründen die Mietmutterschaft aus den unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Aus der medizinischen, der ethischen und aus der Perspektive des Kinderwunsches. Wir wollen umfassend informieren über Prozesse und Folgen einer Mietmutterschaft vor dem Hintergrund einer möglichen Legalisierung in Deutschland. Wir wollen gemeinsam darüber diskutieren.
Uns interessiert besonders, wie Sie die Teilnehmenden aus unterschiedlichen Berufsgruppen, wir haben gesehen, woher die Einzelnen kamen, bereits in ihrem Alltag mit dem Thema konfrontiert wurden. Das sind immerhin die Hälfte. Und welche praktischen Konsequenzen und Bedenken sich daraus ergeben. Und ich bin sehr gespannt auf die Referate, die Kommentare und die anschließende Diskussion. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Gudula, für deine Worte und den thematischen Einstieg zum Thema. Ich würde jetzt mal kurz fragen, ob es hierzu bereits Verständnisfragen der Teilnehmenden gibt. Zu Recht Applaus. Sie können Ihre Fragen gerne in den Chat schreiben oder über das Handzeichen auf sich aufmerksam machen und werden dann von uns drangenommen. Ich sehe keine Handzeichen. Karina, du sagst Bescheid, falls ich was übersehe. Sehr gut. Genau, ich würde noch mal kurz Nina fragen. Gibt es im Chat irgendwelche Verständnisfragen zu den Worten von Gudula? Auch im Chat sind noch keine Verständnisfragen. Alles klar, vielen Dank. Dann darf ich das Wort direkt weiter an Silke Koppermann übergeben. Ich freue mich sehr, dass sie heute dabei ist und die medizinischen Aspekte zur Leihmutterschaft vorstellen wird. Silke Koppermann war bis vor einem Jahr niedergelassene Frauenärztin und Psychotherapeutin und davor als Ärztin im Familienplanungszentrum Hamburg tätig. Ihre Tätigkeiten umfassten die medizinische Versorgung und die Beratung zu allen Fragen der reproduktiven Gesundheit. Sie ist außerdem Mitfrau im Arbeitskreis Frauengesundheit und dort aktiv in der Gruppe der Frauenärztinnen. Außerdem ist sie dort in einer AG tätig, in der gerade die Ausarbeitung einer Stellungnahme zu Eizellspende und zur Leihmutterschaft ansteht. Sie arbeitet zusätzlich im Netzwerk Feministische Initiative gegen reproduktive Ausbeutung, kurz Femini, und im ReproTech Lab des Gunda-Werner-Instituts. Frau Koppermann, Sie können sehr gerne jetzt Ihren Bildschirm teilen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, vielen Dank für die Einladung und die freundliche Einführung und vielen Dank überhaupt an Terre de Femme, dass sie diese Veranstaltung macht und da Initiativen zu ergreift. Und interessant, das hat mich auch aufgeregt, als ich dieses Plakat in Berlin neulich gesehen habe für die Kinderwunschmesse, da war ich bass erstaunt, dass das wirklich erlaubt ist, für was zu werben, was hier verboten ist. Da brauchen wir nur mal 2 Jahre zurückzudenken. Inzwischen ist der Paragraph 219 ja gestrichen. Aber was es da immer gleich gab, wenn da überhaupt nur jemand informierte über einen Schwangerschaftsabbruch, der ja nicht in dem Sinne verboten ist. Jetzt muss ich noch mal. Entschuldigung. So. Sehen Sie die Präsentation? Ist alles gut? Ja. Ja. Ja, also das Narrativ ist ja immer, die armen Frauen, die müssen jetzt ins Ausland gehen, weil das ja in Deutschland alles so restriktiv ist. Und das muss sich hier ja mal ändern und am besten nach gut deutschen Regeln, dann ist alles viel besser. Das Thema ist in der komplexer, ja, und das möchte ich Ihnen erläutern und höre jetzt auch mit der Polemik auf, sondern stelle erst mal dar, was eigentlich überhaupt passiert bei der Leihmutterschaft und wer daran beteiligt ist. Okay, also beteiligt an einer möglichen Leihmutterschaft ist zuallererst mal repromedizinische Zentren, sogenannte Kinderwunschpraxen, weil alle diese Verfahren, die bedürfen einer repromedizinischen Behandlung. Das geht nicht in Selbsthilfe und alleine machen, wie das vielleicht Frauenpaare mit einem freundlichen Spender machen können. Als zweites gibt es die sogenannten Wunscheltern. Da hat mein Freund zu mir gesagt, das ist ja überhaupt ein lustiger Begriff. Wunscheltern sind ja eigentlich Eltern, die man sich so wünscht, so ganz tolle Eltern. Oder ein Wunschkind ist ja auch das Kind, was man sich wünscht. Aber es sind eben Wunscheltern, sind Eltern, die sich wünschen, Eltern zu werden. Und da sieht man schon, wie das immer mit den Worten so ein bisschen seltsam ist in dem Bereich.
Also, und dazu gibt es eben dann eine Wunschmutter, die aus irgendeinem Grund keine Schwangerschaft austragen kann, mit oder ohne einen Partner oder eine Partnerin. Und es gibt einen Wunschvater oder es gibt eben auch Wunschväter, die eben keine zur Schwangerschaft austragen, zum Austragen einer Schwangerschaft fähige oder willige Partnerin haben. Ich bemühe mich, das mal ganz neutral zu bezeichnen. Dann gibt es die austragende Frau. Die wird eben Leihmutter genannt. Das ist auch so ein Euphemismus. Also Miet- oder Leihgebärende sagen manchmal im englischsprachigen Raum, sagt man Surrogacy Mother, also eine Ersatzmutter. Dann braucht es Keimzellen, also ein befruchtungsfähiges Ei, befruchtungsfähige Samen. Die können entweder in irgendeiner Weise von den Beteiligten kommen, also von den sogenannten Wunscheltern, die dann der Leihmutter eingesetzt wird. Oder wenn da auch irgendwas nicht funktioniert, können das auch noch von unbeteiligten Dritten, also nicht direkt verwandten Dritten kommen. Also es braucht eine Eizellgeberin und oder Samengeber. Wer besorgt die eigentlich für die Eizellgeberin? Also die Rekrutierung, die geschieht eben meist über die reproduktionsmedizinischen Praxen. Die Bestelleltern oder die Bestellenden wählen dann aus einem Katalog aus. Wie das bei einer sogenannten altruistischen Leihmutterschaft, wie das ja hier immer betont wird, dass das sein soll, ob da die Bestelleltern selber eine austragende Frau mitbringen, zum Beispiel irgendwie die Schwester der nicht schwanger werden können Frau oder eine Freundin, das ist nicht geklärt. Auf alle Fälle werden auch diese Ersatzmütter von austragenden Frauen auch sicherlich von Medizinern überprüft werden. Für die Auswahl gelten verschiedene Kriterien. Von der Eizellgeberin wünscht man sich gute Gene. Da geht es dann um vermutet, also entweder geht es um Verwandtschaft, entweder hat die Schwester von der Kinder sich ein Kind wünschenden Frau oder eine Freundin oder sowas. Und ansonsten, wenn man dann durch den Katalog geht, dann wird immer berichtet, dass da irgendwie nach Schönheit, Intelligenz, sympathischen Wesen, was man vermutet, was irgendwie genetisch weitergegeben würde. Und häufig wird von den Geberinnen auch genetische Untersuchungen verlangt, dass sie also genetisch gesund sind, was immer das auch sein mag. Bei der Auswahl der austragenden Frau ist die sogenannte Gebärfähigkeit, also die soll am besten breites Becken und gut Kinder kriegen kann. Und das soll sie meist schon dadurch gezeigt haben, dass sie schon Kinder geboren hat und da nichts bei passiert ist. Und manchmal ist auch ein Kriterium Sympathie. So wird es berichtet in den einschlägigen Berichten. Ja, wie wird denn nun die Schwangerschaft erzeugt? Ganz einfach ginge es ja, wenn der Wunschvater die Leihmutter schwängern würde. Also muss ja nicht mit Geschlechtsverkehr sein, meinetwegen auch mit Samenspende, wenn die Partnerin eben unfruchtbar ist oder nicht vorhanden ist. Aber meist soll das ja nicht so einfach sein und es ist eine genetische Verwandtschaft wiederum mit der Eizellgeberin gewünscht. Das heißt, die Leihmutter wird nach entsprechend hormoneller Vorbereitung, also Zyklussynchronisation nennt man das, ein Embryo eingepflanzt, der durch Retortenbefruchtung, IVS heißt In-vitro-Fertilisation, der Wunscheltern erzeugt wird. Aber es können natürlich auch, wenn da auch irgendwas nicht funktioniert, Bekannte oder fremde Ei- und Samenspenden dabei sein. Bei Männerpaaren, die eben dann eine Leihmutter verpflichten für sich, ist nicht von der Natur der Sache her, können sie kein eigenes Ei bringen. Und manchmal, um der Gerechtigkeit in der Beziehung willen, lassen die manchmal ihr Sperma mischen, damit es dann Zufall ist, wer dann der genetische Vater wird. Oder sie lassen verschiedene Embryo herstellen mit dem einen und dem anderen und lassen das dann nacheinander von einer Leihmutter austragen. Das habe ich gerade nachgelesen oder in dem neuen Dr. Mabuse ist ein wunderbarer Artikel. Zwei Väter, zwei Tanten, die haben dann erzählt, wie die das wunderbar alles organisiert haben. Wenn Frauenpaare eine Leihmutter
beauftragen, kann ja auch mal sein, dann können die natürlich zumindest von einer Eichner Eizellen verwenden. Also es gibt bis zu 5 Beteiligten, bis zu 2 sogenannte Wunscheltern, 3 Dienstleistende, dazu die Repromediziner, die die Beteiligten behandeln. Geredet wird bei uns in der Diskussion aber immer nur von dem dringenden Wunsch der Wunscheltern. So, ja, in verschiedenen Ländern die Leihmutterschaft erlauben, da gelten verschiedene Voraussetzungen an die Partnerschaft der Wunscheltern, von Begrenzung auf verheiratete heterosexuelle Paare. Das ist zum Beispiel in der Ukraine so, das war ein Hotspot für den Leihmuttermarkt. Natürlich, da gab es ja auch viele Artikel drüber, wie das dann war, als die Frauen erst unter Corona und jetzt im Krieg da Wunscheltern und Kinder nicht zueinander kamen. In den USA weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Also da jedenfalls ist da keine Legitimation auf heterosexuelle Eltern. Das ist ja das Traumziel von vielen Männerpaaren. Da ist eben mehr erlaubt und dafür ist das dann auch alles teurer. Geht das in Deutschland nicht? In Deutschland geht das nicht, weil in Deutschland die familienrechtliche Regelung gilt, die Mutter ist diejenige, die das Kind geboren hat. Und so steht das auch in der Geburtsurkunde. Vater, wissen wir ja auch schon aus uralten Zeiten, ist nicht immer so ganz sicher. Und alles andere, hier kann nicht unter der Hand eine Frau sagen, ich gebe dir mein Kind, sondern Abgabe und Annahme von Kindern zur Adoption wird über Adoptionsstellen geregelt. Und die lassen sich auch nicht jetzt irgendwie von den Wunscheltern irgendwie bezahlen und macht das mal irgendwie so, sondern die suchen sowieso Eltern für Kinder und die suchen nicht Kinder für Eltern. Deswegen, das ist sozusagen der formale Grund, warum das in Deutschland gar nicht geht. In den USA ist das in der Tat so, dass die Leihmutter gar nicht auf der Geburtsurkunde erscheint oder so eine Geburtsurkunde dann erstellt wird. In diesem Artikel sagt man auch ganz stolz, dass in den Klinikakten, ich hoffe nur des Kindes, der Name der Leihmutter gar nicht erst erscheint. Und dann haben auch hier in Deutschland welche erstritten, dass das in Deutschland dann auch anerkannt werden muss. Ja, okay. So, jetzt komme ich mal dazu, was es gibt es eigentlich für medizinische Risiken? Das wollen Sie ja von mir als Frauenärztin hören. Also das Risiko, alle medizinischen Risiken trägt natürlich die Frau, die das Kind austrägt und ein Teil auch die Eizellgeberin. Man muss mal nochmal sagen, darum machen wir ausgiebige Schwangerenvorsorge. Schwangerschaft ist nicht immer lustig, Schwangerschaft kann mühsam sein, kann auch medizinisch gefährlich bis lebensgefährlich werden. Angefangen von starken Erbrechen über krankhaften, schwangerschaftsausgelösten Blutdruck, Diabetes in der Schwangerschaft, es kann Blutung geben, es kann Thrombosen geben, alles Mögliche geben. Eine Geburt ist auch eine gefährliche Situation im Leben einer Frau. Beim Kaiserschnitt kann es Komplikationen geben, es kann Blutung geben, es kann, dass die Gebärmutter sich nicht zusammenzieht, dass der Mutterkuchen sich nicht ordentlich löst, da kann es zu hohen Blutverlusten kommen, es kann zu Infektionen kommen. Auch im Wochenbett ist die Gefahr nicht vorbei. Da kann es auch noch Embolien geben, also dass auf dem Boden einer Thrombose. In der Schwangerschaft gerinnt das Blut immer mehr, das wird dicker zum Schutz, damit die Frau eigentlich nicht blutet, aber das kann eben dann auch mal umkippen und zu einer Thrombose führen. Es kann Rückbildungsstörungen geben, es kann Infektionen geben und manche Frauen haben auch Wochenbettdepressionen bis hin zu einer Wochenbettpsychose. Das ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Das schon alles bei einer normalen, auf spontanen Wege vielleicht entstandene Schwangerschaft. Die Eizellspenderin hat natürlich auch ein Risiko.
Die wird ja stimuliert hormonell und dann werden, das ist an sich auch schon, gibt es gewisse Risiken von Unwohlsein bis Überstimulation mit Wasseransammlung im Bauch. Das ist zum Glück heutzutage selten, aber diese Eizellen, die dann heranreifen, die müssen auch punktiert werden. Also das ist eine Verletzung quasi des Körpers. Da kann es zu Blutungen und auch letztlich Verklebungen der Eileiter kommen. Die Datenlage ist da nicht besonders gut, besonders in Bezug auf langfristige Folgen für die eigene Fruchtbarkeit der Eizellgeberin. Das überprüft natürlich keiner, weil es das hier auch gar nicht gibt. Und auch sonst, die Frauen geben ihre Eier ab und verschwinden dann. Das weiß man eigentlich gar nicht. Und gerade zum Beispiel auf die spätere Zuchtfruchtbarkeit, das ist eigentlich eine wichtige Arbeit in unserer gynäkologischen Praxis, sozusagen zum Schutz der Fruchtbarkeit und zu sehen, ob es irgendwo Entzündungen gibt, damit das nicht zu Problemen später mal kommen kann. Jetzt haben wir erstmal davon geredet, wenn eine Frau normal schwanger wird. Generell kann man sagen, alle Schwangeren nach Retortenbefruchtung haben letztlich ein erhöhtes Risiko für Schwangerschaftskomplikationen. Das liegt zum Teil daran, dass, wenn es dazu kommt, die meist schon ein bisschen älter sind, aber auch durch die Methode an sich. Da gibt es eben vermehrt diesen Schwangerschaftshochdruck bis hin zu Präeklampsie. Das heißt, das nannte sich früher Schwangerschaftsvergiftung, das ist nicht so ein schönes Wort, aber eben Eiweißeinlagerung, Ödeme, hoher Blutdruck und Nierenstörungen mit vermehrter Eiweißausscheidung. Der Mutterkuchen kann sich falsch anwachsen, an falscher Stelle oder zu tief, dass er da sich nicht lösen kann bei der Geburt oder im Weg liegen, sodass es deshalb zu Blutung kommt und das Kind früher geholt werden muss. Bei Hochdruckerkrankungen in der Schwangerschaft geht es einher mit einer Minderversorgung des Kindes. Also dass das Kind nicht gut wächst, das kann auch lebensgefährlich werden, sodass dann frühzeitig die Schwangerschaft beendet werden muss, um das Kind zu retten. Diese ganzen Risiken sind erhöht bei Mehrlingen. Mehrlinge sollte man auch in der Reproduktionsmedizin eigentlich vermeiden, aber wegen dieser erhöhten Risiken. Aber es gibt natürlich auch Wunscheltern, die sich Zwillinge wünschen. Und dann finden die das natürlich toll, wenn bezahlen sie vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn es Zwillinge sind. Und manchmal, das ist nicht immer planbar, ob das Zwillinge werden oder nicht, weil nicht klar ist, ob dann beide Embryonen anwachsen. Oder manchmal teilt sich sogar auch noch ein Embryo, wenn er schon eingesetzt worden ist. Und dann können sogar die Bestelleltern dann eine sogenannte Reduktion von Mehrlingen verlangen, sprich einen selektiven Abbruch von einem der Kinder oder des werdenden Kindes. Das ist normale Retortenbefruchtung. Bei Retortenbefruchtung mit fremden Eizellen, und das ist ja meistens so bei der Leihmutter, da sind die Risiken, da passieren diese ganzen Dinge einfach ungefähr doppelt so häufig. Da gibt es natürlich auch wenig Zahlen drüber, weil das ja erstens nicht so häufig ist und eben alles so im Graubereich passiert. Da passieren aber diese Risiken einfach doppelt so häufig. Und zwar liegt das daran, Schwangerschaft ist ja ein Phänomen, dass der Körper was zum Teil Fremdes, nämlich die fremde Genetik des Vaters quasi akzeptiert, sonst stoßt unser Körper ja immer alles ab, was fremd ist. Und das Tolle an der Schwangerschaft ist, dass der Körper da dieses Halbfremde akzeptiert. Das ist auch vielleicht mit der Grund für ein paar Schwangerschaftsprobleme. Wenn nun auch noch eine Fremdeizellbehandlung da ist, ist das Kind also genetisch 100% fremd. Und deswegen gibt es da eben wahrscheinlich, ist das der Grund, dass es da mehr Probleme gibt. Und es werden auch bei Frauen nach Schwangerschaften mit fremden Eizellen später noch vermehrt immunologische Erkrankungen beobachtet. Und das würde natürlich auch diese Leihmütter betreffen, weil die ja eben häufig, weil die für sie eine fremde Eizelle meist kriegen.
Und aus diesen ganzen medizinischen Risiken, die gehen meist mit einer Minderversorgung des Kindes einher oder dass man die Schwangerschaft und oder früher beenden muss, weil Mutter und Kind gefährdet sind. Das heißt, dass die Kinder durch intrauterine Mangelversorgung und Frühgeburtlichkeit gefährdet sind. Ja, Bedingungen für die Leihmutter. Die Leihmütter sollen ja ganz gesund sein, die werden also vorher ordentlich untersucht. Wie gesagt, bei den Eizellgeberinnen werden auch häufig genetische Untersuchungen verlangt. Die Leihmutter gibt ja nicht ihre Gene, sondern nur ihren Körper her, deswegen ist das mit der genetischen Untersuchung gar nicht so wichtig. Für die Zeit der Schwangerschaft muss sie vertraglich strenge Verhaltensmaßregeln einhalten, also mehr als das eine Schwangere vielleicht sowieso von selber und freiwillig tut. Also da steht dann drin im Vertrag, dass sie keinen Alkohol trinken darf, dass sie nicht rauchen darf und dass sie auch keinen Sex haben darf, was für das Wohl des Kindes eher eine mystische Vorstellung ist, dass das dem irgendwie schaden oder verändern könnte. Aber das finden dann die Bestelleltern wahrscheinlich auch eine eklige Vorstellung, dass denn mit jemand anders dann die Frau Sex hat. Es werden natürlich pränataldiagnostische Untersuchungen verlangt. Also das Kind wird ordentlich untersucht, ob es denn auch gut wird. Und es können die Bestelleltern können, dann verlangen, wenn das Kind nicht in Ordnung ist, dass die Schwangerschaft beendet wird, wie es dann im Vertrag steht, wie viel Geld sie dann kriegt oder nicht. Also in den ukrainischen Verträgen steht, gibt es so eine All-Inclusive-Verträge, dass das dann so lange versucht wird, bis es ordentlich ist oder wenn das nicht jetzt was das Kind irgendwie behindert erscheint, können die Eltern die Abtreibung entweder verlangen, die Bestelleltern, oder sie verweigern die Annahme des Kindes. Und dann werden die Kinder entweder zur Adoption freigegeben oder sie landen in irgendwelchen Heimen, weil die austragende Frau wollte das Kind ja gar nicht haben. Andererseits haben die Leihmütter überhaupt keine Rechte in Bezug auf das Kind. Kontakt hinterher nur, wenn die Bestelleltern das zulassen. Das ließe sich vielleicht gesetzlich regeln, aber jedenfalls eine Frau trägt 9 Monate das Kind aus und ist mit dem dann in irgendeine verbunden und dann gibt es das ab. Über pränatale Psychologie, Bindungsforschung, Epigenetik, worauf sonst immer gerne angespielt wird und wo Frauen ja alles tun, damit es gut ist für das Kind, ganz zu schweigen. Und für die Frau ist der Job angeblich beendet, wenn sie das Kind geboren hat, aber sozusagen erstens die Erholung von der Geburt bis zu ihren Gedanken, was wohl mit ihrem Kind geworden ist, das interessiert dann die Bestellenden nicht mehr. Ja, Risiken gibt es für das Kind, da erzählt sicherlich Frau Heil auch noch mehr drüber. Also ich habe ja schon benannt, es gibt Risiko für Mangelentwicklung, eben durch die Risiken, die entstehen können. Und es gibt natürlich mögliche psychische Belastungen, vielleicht schon durch die fehlende intrauterine emotionale Bindung, wobei ich jetzt nicht allen Leihmüttern unterstellen will, dass sie gar keine Bindung zu dem Kind haben. Schlimmer für sie selber, wenn sie es dann abgeben müssen und verständlich, wenn sie nicht so viele Bindungen haben wollen. Und im späteren Leben gibt es dann entweder die Situation, dass sie nur mitkriegen, irgendwas ist komisch und was ist denn eigentlich los und wissen gar nicht, was da eigentlich für Familiengeheimnisse das gibt, weil viele Eltern ja das auch geheim halten möchten. Die möchten ja nicht jedem erzählen, dass das Kind durch Leihmutterschaft entstanden ist. Das geht ja bis dahin, dass sie quasi so eine Schwangerschaft vortäuschen und sich ein Kissen unter das Hemd machen, damit sie aussehen wie schwanger. Und genauso kann aber auch das Wissen, wenn die Kinder wissen, wie sie entstanden sind, wie teuer ihre Eltern das bezahlt haben, das kann natürlich auch eine Belastung sein, eine Kränkung oder andererseits eine hohe Verpflichtung, jetzt irgendwie diesen hohen Preis auch sich würdig zu erweisen. Ja, jetzt nochmal ein paar allgemeinere Betrachtungen
zum Thema, das wird ja gesagt, Selbstbestimmung. Das haben sich die Beteiligten ja alles so ausgesucht. Also als alte Feministin muss ich ja auch noch mal sagen, Selbstbestimmung ist eigentlich ein Abwehrrecht gegen staatliche Einmischung und dass wir gesagt kriegen, wann und wie wir unsere Kinder zu kriegen haben, und ist keine Garantie für hundertprozentige Wunscherfüllung im Leben. Die Bestelleltern, die erfüllen sich einen Wunsch durch den Kauf entweder von genetischen Körpermaterialien, also Eizellen, und der Körperfunktion einer anderen Frau. Die Leihmutter macht es in der Regel vielleicht auch ein bisschen aus altruistischen Gründen, weil sie das schön findet, einer anderen Frau zu helfen und dieses Geschenk zu geben, dass sie ihre Eier abgeben kann oder dass sie das eben austragen kann. Für die, das sagen die auch häufig, aber ganz sicher machen sie es alle auch aus ökonomischen Gründen, nicht unbedingt, weil sie total arm sind und am Hungertuch nehmen, weil schlecht ernährte und ganz arme möchte auch niemand als Leihmutter haben. Aber das ist dann doch schon häufig eine gute Portion, um sich eine Wohnung besser zu leisten oder die Ausbildung der Kinder zu finanzieren und sowas. Die Bestelleltern in der Regel reden sich das gerne schön und möchten das ökonomische Abhängigkeitsverhältnis ignorieren, wenn sie das nicht sowieso für ihr Recht halten und sagen, wir haben doch jetzt einen guten Deal gemacht, ich kriege, was ich will, und die Frau kriegt gut bezahlt. Ja, die Selbstbestimmung der Leihgebärenden, die kann man zumindest ein bisschen in Frage stellen, wie das ja Frau Kosak auch schon getan hat. Ja, ist das eine Frage von Gerechtigkeit? Also im Moment ist es ja allemal ein Privileg von denjenigen, die sich das leisten können. Und wenn man das ungerecht findet, dass das nur diejenigen ist, die das leisten können, dann könnte man natürlich auch sagen, ja, das muss dann ja eigentlich die Krankenkasse bezahlen. Solche Ungerechtigkeiten wollen wir ja auch nicht haben. Oder es ist ja ungerecht, dass Menschen, die eine andere Lebensform haben, nicht Kinder kriegen können, weil sie zum Beispiel in queeren Verhältnissen leben oder queere Lebensweisen haben. Das ist ja ungerecht und das müsste doch eigentlich auch von den Krankenkassen finanziert werden, weil die sich sonst ja auch gar nicht den Kinderwunsch erfüllen können. Und das darf ja nicht diskriminiert sein. Da kommt man natürlich irgendwo auch an die Finanzierbarkeit in unserem Solidarsystem, muss ich da mal ganz einfach sagen. Und zu den Fragen einer wunscherfüllenden Medizin. In Zeiten knapper Finanzierung im Gesundheitswesen wäre das dann eine Frage von Schwerpunkten und Priorisierung. Es gibt ja viele Dinge, die nicht notwendige Dinge, die nicht bezahlt werden. Hörgeräte, Brillen, Zahnersatz werden ja auch nicht vollständig bezahlt. Ja, und dann finde ich auch, wo wir jetzt gerade über Kindergrundsicherung reden und man wundert sich, wie schlecht hierzulande auch Familien und Kinder teilweise unterstützt werden und ob dann mit diesem Riesenaufwand für diese speziellen Situationen gesetzliche und sozialrechtliche Regelungen geschaffen werden müssen. Von globaler Verteilungsgerechtigkeit, was wir uns hier alles an Medizin leisten, wenn noch nicht mal Corona-Impfstoffe in alle Welt geschickt werden können, wollen wir ja gar nicht reden. Sollte man auch reden. Ja, dann wird immer gesagt, die WHO hat auch ungewollte Kinderlosigkeit als Krankheit definiert. Natürlich, zweifellos leiden Menschen an unerfüllten Kinderwunsch. Das kennen Frauenärzte und viele Beraterinnen auch täglich in der Praxis. Es ist ja aber, muss man ja sagen, kein lebensbedrohlicher Zustand, der jetzt eine Transplantation oder vielleicht eine Organspende von jemandem Verwandten erfordert und damit und den Zugriff auf andere Körper damit legitimiert. Und auch auf eine Transplantation gibt es ja keinen Anspruch. Auch das darf auch nicht gekauft werden. Da gibt es Riesenkommissionen, die das dann prüfen. Und da gibt es eben strenge Regeln. Und man muss auch sagen, repromedizinische Maßnahmen und eine Beschäftigung einer Leihmutter ist ja keine Heilung der individuellen Unfruchtbarkeit. Und
es ist ja auch nicht die einzige Möglichkeit, damit umzugehen. Viele Betroffene möchten das sowieso gar nicht in Anspruch nehmen und suchen und finden andere Wege, haben alle ihre eigenen Grenzen, bis wohin sie gehen wollen in der Kinderwunschbehandlung. Ja, ein Argument ist ja auch immer, die sollen doch nicht ins Ausland gehen müssen. Müssen die ins Ausland gehen? Aus dem Gesagten kann man sagen, nein, es muss keiner ins Ausland gehen, ohne jetzt irgendwie Kinderwunsch in irgendeiner Weise bewerten zu wollen oder in Abrede stellen. Gibt es auch anderen Umgang mit unerfüllten Wünschen, wie sonst im Leben auch? Als ärztliche Aufgabe sehe ich auch Beratung und Begleitung zum Thema und Begleitung im Umgang damit und manchmal auch Unterstützung beim Abschied und bei der Verarbeitung von diesem Wunsch. Und dann würde eigentlich auch die Beratung der Eizellgeberinnen und austragenden Frauen dazu gehören. Davon hört man ja eigentlich nicht so besonders viel. Und die Leihmütter und Eizellspenderinnen sind nämlich genauso unsere Patientinnen. Und ich habe doch große und nicht alle Kinder ungewollt Kinderlosen, die möchten eine Behandlung. Eben die, wenn sich behandeln lassen, die sagen, ja, wenn es so ist, dann ist es so. Manche sagen, okay, bis so weit gehe ich. Und manchmal fordern ja auch queere Menschen sehr laut ein Recht ein auf diese Form, weil das eben die einzige Möglichkeit ist. Aber auch da gibt es viele, die sagen, nee, nicht auf Kosten von anderer und mit Funktionalisierung von anderen Menschen, sondern wir könnten eigentlich mehr dazu tun, dass andere Familienformen von sozialer Elternschaft auch besser akzeptiert werden. Ja, es geht also darum, andere Wege zu suchen und zu finden und zu unterstützen. Und man muss sagen, die ganze Thematik ist ja auch eine extreme Betonung der genetischen Elternschaft. Dauernd geht es immer darum, wessen Gene sind es dann nun eigentlich? Und viele Themen ließen sich eben einfach auch gute Lösungen finden durch Ausweitung und mehr Akzeptanz von sozialer Elternschaft. Ja, ich möchte einfach sagen, bei aller Berechtigung von Kinderwunsch hat niemand einen Anspruch auf Erfüllung aller dieser Wünsche, mal abgesehen davon, dass das auch nicht garantiert ist und eben nicht auf Kosten und unter Ausnutzung der Körper Dritter. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte Ihnen mein Lieblingsbuch zu dem Thema nennen. Das ist von Margaret Mazzantini. Das ist eine wunderbare Autorin. Und das Buch heißt Das schönste Wort der Welt. Das beschreibt sehr interessant im Zusammenhang mit den jugoslawischen Bürgerkriegen diese Thematik. Das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, wenn Sie noch mal was auf dem Sofa dazu lesen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Koppermann, für Ihren sehr interessanten Vortrag und die Präsentation dazu und Ihre eindrucksvollen Worte. Sie können gerne jetzt alle Ihre Verständnisfragen an Frau Koppermann schon direkt stellen. Ich sehe direkt schon eine Hand. Frau Hayek. Ja, danke. Sie hatten erwähnt, dass in den USA die Leihmutter gar nicht auf der Geburtsurkunde erscheinen muss. Und dann haben Sie gesagt, dass in Deutschland gefordert wird. Und ich habe nicht verstanden, was in Deutschland jetzt gefordert wird in dem Zusammenhang. Das habe ich jetzt gerade auch nochmal, ich hatte das schon gehört, nochmal auch gerade in diesem Artikel gelesen. Es wird dann ja in den USA eine Geburtsurkunde ausgestellt, auf der die Bestelleltern als Eltern draufstehen. Und ja. Wenn man hier so eine Urkunde lesen würde, zwei Männer als Eltern, das wird eigentlich nicht akzeptiert, weil das ja nicht sein kann, weil es ja eine Mutter geben muss. Und das haben sich aber welche erstritten, dass wenn in einem Rechtsstaat wie den USA so eine Geburtsurkunde erstellt wird, dass man das hier auch zu akzeptieren hat und dann hier eben die Bestellväter als rechtliche Väter gelten. Also das wird hier dann auch so gehandhabt? Ist wohl so in Einzelfällen so durchgefochten worden, ja. Okay, danke. Also es ist ein Artikel in Dr. Mabuse im letzten Ausgabe, da kann man das ist ein toller Bericht. Danke. Ich
Vielen Dank, Frau Hayet. Gibt es weitere Verständnisfragen zu den medizinischen Aspekten von Leihmutterschaft? Ich sehe erstmal keine Hände hier. Nina, hast du denn Fragen im Chat? Im Chat ist zwar die Diskussion auf jeden Fall in vollem Gange, aber wir haben keine Verständnisfragen. Alles klar, vielen Dank. Hier sind doch nochmal zwei Hände gehoben worden. Dann Bibit von Lüttichau, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, gerne. Stellen Sie gerne Ihre Frage. Erstmal das Mikro anmachen. Ja, ich habe eigentlich nur eine Anmerkung irgendwie. Also ich kann Ihnen da wirklich, also ich unterstütze das, was Sie da eben vorgetragen haben, wirklich voll und ganz und kann da total mitgehen. Was ich nicht so ganz richtig finde, irgendwie, es erscheint so ein bisschen so, als ob eine Schwangerschaft eine Krankheit wäre. Und da würde ich doch so sagen, also so dieses normale physiologische Kinder bekommen ist keine Krankheit. Also das würde ich einfach gerne dazu, ich habe drei, also das würde ich einfach gerne nochmal dazu anmerken wollen. Das ist immer, das Glas Wasser ist immer halb leer oder halb voll, ist einer meiner Lieblingssprüche. Natürlich ist Schwangerschaft keine Krankheit, aber natürlich kann sie eine Belastung sein und kann medizinisch gefährlich sein. Und weltweit ist es ein ganz schönes Problem, was Frauen auch unter Schwangerschaften sozusagen zu erdulden haben und ihrer Gesundheit abträglich ist. Völlig richtig, aber es ist ja auch nicht so, dass man eine Leihmutter, deswegen habe ich auch versucht, das kann man nicht, darf man, darum, es geht überhaupt keiner sagt, dass man die Leihmutter jetzt mal so ganz alleine lassen würde. Gibt man irgendwie Sperma, lässt sie Kind und dann gibt sie ihr Kind erwachsen und alles ist ja so schön natürlich. Die werden natürlich extrem kontrolliert, dass sie in ihrem Lebenswandel und das alles richtig ist, also von möglicherweise Präimplantationsdiagnostik bis Pränataldiagnostik und alles. Und dann muss sie genau, nämlich die ist noch so unter medizinischer Kontrolle, wie wir und Sie wahrscheinlich hier auf die Barrikaden gehen wollen würden, wenn eine Frau so in der Schwangerschaft kontrolliert wird. Ich bin da völlig bei Ihnen, aber um solche natürlichen Schwangerschaften geht es in dem Fall überhaupt gar nicht. Okay. Vielen Dank für die Frage. Ich sehe hier noch weitere. Iris Werner, stellen Sie gerne Ihre Frage. Ja, vielen Dank, Frau Koppermann, für den tollen informativen Vortrag. Ich habe eine Nachfrage zu den medizinischen Risiken oder Belastung für die Person, die die Eizelle spendet, wenn das jetzt, also ist ja in jedem Fall gleich, aber da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass das eine dritte Frau ist sozusagen. Aus der reproduktiven Medizin ist ja bekannt, dass man nicht einfach so eine Eizelle entnehmen kann. Da werden Hormone gegeben vorher und alles. Das ist ja auch kein Spaziergang sozusagen. Also auch für diese Frau gäbe es ja gewisse Risiken und Belastungen. Mögen Sie da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Das kam eben, fand ich, sehr kurz. Also die Frau wird mit Hormonen stimuliert. Man könnte vermuten, dass also heutzutage in der Stimulation sozusagen, wenn es für die Frauen selber ist, ist man insgesamt immer sehr viel zurückhaltender und ganz vorsichtig und findet das prima, wenn da nur zwei Eizellen heranwachsen und versucht um alles in der Welt so eine Überstimulation, die es manchmal geben kann, dass quasi die Eierstöcke ganz viele Eizellen produzieren und das zu riesigen Anschwellungen, Beschwerden bis hin zu lebensgefährlichen Wasseransammlungen im Bauch und Lunge gehen kann. Das ist zum Glück heutzutage selten. Man kann natürlich vermuten, dass bei Eizellspenderinnen da mal, damit da ordentlich Ernte gibt, ein bisschen mehr auf die Tube gedrückt wird. Das ist das eine Risiko. Und das andere, natürlich ist es mit einer langen Nadel, wird im Dunkeln in den Bauch punktiert, unter Ultraschallsicht natürlich. Aber natürlich kann es da immer, also es ist immer eine kleine Verletzung und es kann Blutungen am Eierstock und sowas geben. Zum Glück sind da gefährliche Komplikationen insgesamt sehr selten. Aber was ich auch noch versucht habe zu erklären, so dieses Diskrete und irgendwie, ob es dadurch zu Verklebungen zum Eileiter kommt und dann die Frau deshalb einen verklebten Eileiter hat und selber dann nicht mehr so gut schwanger wird, wenn sie es mal später möchte. Es sind ja auch meist junge Frauen, die Eizellen geben.
Die austragenden Frauen, die sollen ja schon mal Kinder gekriegt haben, aber die Eizellgeberinnen, die sollen ja möglichst jung sein. Also von irgendwelchen 35-Jährigen will kein Reproduktionsmediziner irgendein Ei haben, weil die eben schlechter zu befruchten sind. Das ist ja auch, leider fehlt da ein bisschen Wissen drüber, wie das mit der Fruchtbarkeit ist, wie die auch nachlässt. Also wie gesagt, zum Glück ist das jetzt nicht immer Leben, ist das selten lebensgefährlich. Aber es ist irgendwie, man muss, finde ich, gerade wenn jemand was für andere tut und freiwillig, muss man das mal benennen, dass es da natürlich Risiken gibt. Sie nicken, Frau Werner. Ich hoffe, die Frage ist damit erstmal beantwortet. Ich würde jetzt noch Ei von Lea, leider nicht mit Kleidern, dran nehmen. Und Frau Claudia Schumann, Sie können gerne noch Ihre Fragen stellen und dann würde ich erstmal weitergeben an Frau Hayet danach. Okay, ja, vielen Dank. Ja, ich konnte leider meinen Namen nicht ändern. Andrea Greiner, mein Name. Ja, vielen Dank für den Vortrag erstmal. Ich finde auch, dass es ein bisschen so rüberkam, als wäre Schwangerschaft und Geburt prinzipiell etwas ganz Hochgefährliches. Also wir haben ja im Chat auch schon diskutiert, dass da die absoluten Zahlen interessant wären. Und genau, weil zum Beispiel zu einem Schwangerschaftserbrechen oder auch eine Präeklampsie sind jetzt nicht Sachen, die jetzt wovon man jetzt ausgeht, wenn man schwanger wird, dass es genau einen trifft, sondern es ist ja schon eher ein seltenes Vorkommen zum Glück. Genauso auch wie die Geburtskomplikationen, also zum Beispiel eine Frau, die jetzt ja schon mal ein paar Mal spontan geboren hat, da wird jetzt sie wahrscheinlich nicht in der Sektio enden oder dass sie dann doch einen Kaiserschnitt bekommt, kann man jetzt eigentlich auch davon ausgehen, dass dann dieses Kind auch spontan kommen würde. Da finde ich, hält sich dann ein Risiko für eine Frau auch in Grenzen. Also natürlich wollten sie jetzt auch die Risiken beleuchten, das ist mir schon klar, aber es kommt dann fast ein bisschen so rüber, als wäre das jetzt hochgefährlich. Interessant ist auch der Aspekt eben mit der fremden Eizelle. Weiß man ja auch noch nicht so ganz genau, ob es daher mehr Schwangerschaftskomplikationen dann rührt. Was ich auch noch interessant fand, so quasi die Frauen werden dann so total durchgescreent mit der Pränataldiagnostik, aber das machen ja die, sage ich mal, 0815 Frauen ja genauso. Also die gehen ja genauso zur Pränataldiagnostik. Diese Kinder werden auch komplett durchleuchtet, auf Trisomie 21 getestet, schon in der 12. Woche und so weiter. Also so viel anders ist es jetzt da auch nicht in der normalen schwangeren Vorsorge. Und dann zu dem Thema Adoptiveltern werden komplett vorher durchleuchtet, bevor sie überhaupt ein Kind bekommen. Also dann bräuchten wir in Deutschland aber auch einen Elternführerschein, weil in so förderliche Umgebung werden manche Kinder hier auch nicht geboren. Also da könnte man auch nochmal drüber diskutieren. Genau, also im Fazit, ich wollte auch nochmal sagen, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett sind jetzt per se nicht so gefährlich, wie es dargestellt wurde. Ja, natürlich, habe ich ja auch schon gesagt, nicht so gefährlich, aber es ist eben für andere. Wenn ich schwanger werde, es nehmen Frauen, die schon dreimal bei der Geburt fast gestorben sind, irgendwie kriegen auch noch ihr viertes Kind und alle sagen, oh Gott, muss das sein? Und die nehmen das in Kauf, weil es für sie selber ist und für ihre Familie. Und das finde ich was anderes, als wenn man das für andere macht. Und Frauen, die schon drei Kinder geboren haben, so ganz ohne ist da eine vierte Geburt auch nicht. Also ich weiß nicht, Sie hören sich aus, wenn Sie sehr vom Fache sind, da guckt man auch schon sehr, dass das da keine Atonie hinterher gibt und sich die Gebärmutter gut zusammenzieht. Also das sind jetzt nur so Beispiele. Ich finde nur, ein Risiko ist ein anderes, wenn ich das für andere mache, als wenn ich das für meine eigene Familienplanung mache. Kann auch jeder selber entscheiden. Und ich finde nur, dass in der ganzen Diskussion die Risiken für die, die eigentlich die meiste Arbeit machen, am wenigsten benannt werden und immer nur das Leid der Stelleltern benannt wird und das Leid und die Thematiken und die Gedanken, was passiert mit meinem Ei und was passiert mit dem Kind, was ich ausgetragen habe, auch bis zu medizinischen Risiken, dass die einfach so gar nicht besprochen werden. Und ja, und wie gesagt, keiner geht davon aus, dass sie ein Risiko hat bei einer Schwangerschaft, aber kann natürlich doch sein. Und gerade zum Beispiel, wenn man ein eigenes Kind austrägt, ist eben
aus den benannten Gründen. Da gibt es schon auch Studien drüber. Da hatten die in der Charité, haben sie da wirklich mal eine Studie gemacht und wirklich das versucht rauszusuchen. Wobei das natürlich immer schwierig ist, weil auch die Leute das nicht unbedingt immer sagen, dass sie eine Eizelle haben, weil das ja hier illegal ist. Also nicht für die Frau, sondern aber irgendwie das möchten die ja genau immer, dass es nicht gewusst wird. Und von daher ist die Datenlage da natürlich immer nur schwierig. Aber wie gesagt, das ist immer, ich bin auch immer dafür, eher die Risiken nicht so hoch zu ziehen. Aber wenn es für andere ist und gesagt wird, die soll das mal für mich machen, finde ich, dann muss man die Risiken sehr wohl deutlich benennen. Ja, da kann ich Ihnen auch zustimmen, Frau Koppermann. Schön, dass Sie das auch nochmal so verdeutlicht haben. Ich merke aber schon, die Fragen gehen auch sehr in die Tiefe. Claudia Schumann, wenn Sie jetzt noch eine Verständnisfrage haben, können Sie die gerne noch stellen. Ansonsten würde ich Sie bitten und auch alle anderen, die Fragen noch ein bisschen aufzubewahren, bis wir dann am Ende nochmal zu unserer größeren Diskussionsrunde kommen. Ja. Hallo Silke, erstmal. Ich finde den Vortrag sehr gut und sehr klar. Kennen uns ja schon lange. Ich hätte mir gewünscht, absolute Zahlen zu haben bei den Risiken. Das fordern wir ja für alle anderen Sachen in der Medizin. Auch absolute Zahlen und nicht relative Zahlen fände ich einfach wichtig, das genauer zu haben. Und das andere ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es für Frauen, die ihre Eizellen spenden, keine Studien gibt über deren spätere Fertilität. Das wird so viel gemacht und es ist so was Häufiges, dass ich vermute, es gibt dazu Studien. Also wir haben dazu keine gefunden. Also viel gäbe es ja in Spanien, ist wo ja sozusagen, ich glaube in Spanien werden 40% aller Eizellbehandlungen in Europa werden in Spanien durchgeführt. Also wir haben da nicht was Fundiertes gefunden. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Frauen ja auch weg sind und gar nicht sehen, warum sie sich später dann nochmal irgendwie irgendeiner Untersuchung irgendwie, was eben erledigt ist für sie. Ich finde unbedingt, dass man da mehr drüber wissen sollte. Natürlich auch, um zu sagen, das ist lächerlich, das Risiko, oder ab wann ist es lächerlich oder es ist relevant, klar. Danke. Wunderbar, dann vielen Dank nochmal, Frau Koppermann, auch für die Beantwortung der Fragen jetzt schon. Ich würde dann aber erstmal nochmal das Wort an Frau Hayet übergeben. Dr. Melai Hayet ist promovierte Philosophin, freie Autorin und Übersetzerin und hat 2012 das Buch Ungestillte Sehnsucht, wenn der Kinderwunsch uns umtreibt, veröffentlicht, in dem sie ihre eigene Geschichte der ungewollten Kinderlosigkeit sowie die Geschichten vieler InterviewpartnerInnen erzählt hat und das Phänomen philosophisch, politisch und gesellschaftlich reflektierte. Frau Hayet wird uns in ihrem Vortrag, was bedeutet es, sich einen Menschen zu wünschen, die Perspektive der Kinder, aber auch die auch schon im Chat diskutierte Kinderwunschperspektive in der Debatte um Leihmutterschaft anhand ihrer eigenen Erfahrungen mit unerfülltem Kinderwunsch vorstellen. Ich würde Sie jetzt bitten, Frau Hayet, Ihren Bildschirm zu teilen und freue mich sehr auf Ihren Beitrag. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, ein bisschen was aus meiner persönlichen Geschichte erzählen zu können, wie ich zu diesem Thema Leihmutterschaft gekommen bin und welche, wie meine Erfahrungen dann, wohin die mich geführt haben. Genau, ich fange jetzt an und teile meinen Bildschirm mit Ihnen. Genau, ich bin mit 32 habe ich die Diagnose der verfrühten Menopause bekommen. Damals war ich mit meinem damaligen Mann in der Familienplanungsphase, hatte mir schon ein paar Jahre Kinder gewünscht, aber beruflich war das nicht der richtige Zeitpunkt, wie wir damals dachten. Und dann kam eben diese Diagnose. Ich wusste damals gar nicht, dass es so etwas gibt wie verfrühte Menopause, schon gar nicht mit 32. Und es war ein unheimlicher Schock, eine unheimliche Verletzung, Kränkung, Enttäuschung, ein Riesenschmerz, mit dem ich mich dann 10 Jahre lang intensiv auseinandergesetzt habe. Ich kann also alle verstehen, die mit einem unerfüllten Kinderwunsch zu tun haben und die Wucht dieses Wunsches kenne ich sehr, sehr gut und spreche aus dieser Perspektive heraus.
Genau, wir haben uns dann natürlich als erstes medizinisch schlau gemacht, ob es etwas gibt, was noch passieren könnte, damit ich schwanger werden kann, was es nicht gab, da ich keine Eizellen mehr hatte. Damals, das war 2005, war die Eizellspende noch nicht in aller Munde, wie das heute ist, obwohl es natürlich in Deutschland nach wie vor verboten ist. Aber damals sprach man noch nicht so viel davon. Wir haben uns später damit auseinandergesetzt und uns dagegen entschieden, aber zu diesem Zeitpunkt hieß es jedenfalls, man kann nichts machen, ich kann nicht schwanger werden. Wir haben dann traditionelle chinesische Medizin versucht, ungefähr ein Jahr lang. Und als das auch nicht zu einem neuen Zyklus geführt hat, haben wir uns dann langsam angefangen, Gedanken zu machen, wie das denn wäre, wenn wir ein Kind aufnehmen würden. Zu diesem Zeitpunkt hat eine sehr gute Freundin in den USA uns angeboten, für uns ein Kind auszutragen, also für uns als Leihmutter einzuspringen. Wir hatten noch gar nicht über Leihmutterschaft nachgedacht. Es kam als komplette Überraschung und wir waren erstmal überwältigt von dem, wie es uns schien, unheimlich großzügigen Angebot von dieser Freundin. Und wir haben uns sofort angefangen, uns zu freuen, vorsichtig erstmal, aber wurden immer mehr mit der Möglichkeit warm und haben uns dann sehr intensiv mit ihr auseinandergesetzt, über Monate, indem wir versucht haben, alle Dimensionen dieses Vorhabens zusammen zu reflektieren. Also welche Konsequenzen würde das für sie haben in ihrem Umfeld, mit ihrem Kind? Ihr Kind war damals so, glaube ich, 10 Jahre alt. Wie wäre das für ihn, wenn sie jetzt ein Kind für uns austrägt? Wie würde sie das mit ihrer Familie, mit ihren Eltern, ihren Geschwistern verhandeln? Was wäre ihre Beziehung zu unserem Kind dann? Wir haben natürlich rechtliche und finanzielle Fragen besprochen, da sie in den USA lebte. Wäre das rechtlich kein Problem gewesen. Wir sind beide amerikanische Staatsbürger, ich und mein Ex-Mann. Und die Idee war, dass wir seine Spermien mit der Post dahin schicken würden. Also das geht. Und dass sie sich mit einer DIY-Insemination dann schwängert und wir dann zum Ende der Schwangerschaft dort ankommen. Wir haben auch natürlich besprochen, was passiert, wenn sie arbeitsunfähig wird. Alle möglichen Sachen, wie lange wir dann vor Ort sind, wann wir das Kind dann wieder mitnehmen und so weiter. Es war ein sehr intensiver Prozess und nach wurde es konkreter, auch mit der zeitlichen Planung. Es gab aber noch eine Frage, die wir beide, vor allem ich und mein Ex-Mann, die wir beide im Hinterkopf hatten. Und das war, wie Leihmütterkinder denn eigentlich mit ihrer Geschichte zurechtkommen. Das war uns wichtig, das zu verstehen. Erstmal haben wir nichts gefunden. Aber eines Abends saß ich vom Rechner und wollte eigentlich später noch auf eine Party gehen, habe zufällig die richtigen Suchbegriffe gefunden und bin auf Blogs gestoßen von erwachsenen Leihmütterkindern aus den USA. Ich bin an dem Abend nicht auf diese Party gegangen, sondern saß da stundenlang und habe diese Beiträge gelesen. Und ich habe von Schmerz gelesen, ich habe von Wut gelesen, ich habe von Trennung gelesen. Ich habe von einem tiefen Schmerz und einer tiefen Verletzung gelesen, von dem Gefühl, dass die Eltern, die Wunscheltern, ihren Wunsch über die Würde und die Bedürfnisse von ihren Kindern gesetzt haben, indem sie eine Situation hergeleitet haben, in der diese Kinder von den Frauen, die sie ausgetragen haben, getrennt wurden. Also Frauen, mit denen sie über 9 Monate eine Beziehung aufgebaut haben und diese Beziehung dann gekappt wurde, ohne ihr Einverständnis naturgemäß, um den Wunsch ihrer Eltern zu erfüllen. Ich habe den Satz gelesen, der sich sofort bei mir eingebrannt hat, und zwar, wenn ein Mensch keine Ware sein kann, kann ein Mensch auch kein Geschenk sein. Und das ist bei mir eingeschlagen, weil wir eben dieses Angebot von dieser Freundin die ganze Zeit als Geschenk verhandelt haben. Was für ein schönes Geschenk, das diese Freundin uns machen will. Aber sobald ich diesen Satz gelesen habe von einem Leihmutterkind, wenn ein Mensch keine Ware sein kann, kann ein Mensch auch kein Geschenk sein, ist mir das natürlich sofort eingeleuchtet, weil in beiden Fällen wird dieser Mensch
verdinglicht, auch wenn kein Geld fließt, auch wenn das tatsächlich eine altruistische Leihmutterschaft gewesen wäre. Also es wäre kein Geld geflossen. Ja, ich habe viele Tränen verschüttet, habe die Links mit meiner Freundin und mit meinem Mann geteilt und es war uns sofort klar, wir können das nicht machen. Auch wenn nicht alle Leihmütterkinder so empfinden, das haben wir daraus nicht geschlossen. Aber die Möglichkeit, das Risiko, das unser Kind so empfinden würde, war für uns ein ganz klares No-Go. Also das konnten wir nicht tun. Wir konnten nicht dieses Risiko eingehen mit einem guten Gefühl. Und wir haben uns dann also von dieser Idee verabschiedet. Und von dem Kind, das in meiner Fantasie schon auf dem Weg war, also als biologisches Kind von meinem Mann und von dieser wunderbaren Frau, dieser Freundin, das auch ohne kompliziertes Adoptionsverfahren zu uns gekommen wäre, das scheinbar die Lösung war für unsere Situation. Ja, das war eine schmerzhafte Erfahrung, aber eine unheimlich wichtige Erfahrung für mich. Auf dem Weg meiner Kinderwunschkarriere sozusagen war es ein ganz wichtiger Scheideweg, weil das der Moment war, wo ich angefangen habe, den Fokus zu verschieben von meinem Wunsch hin zu der Perspektive des Kindes. Jeder Wunsch ist erstmal egozentriert, das ist völlig normal und auch legitim. Wenn man sich etwas wünscht, geht es darum, dass man sich selber etwas erfüllen möchte. Wir wünschen uns ja im Leben alle möglichen Dinge und überlegen uns, wie wir sie anschaffen können, ob es ein Auto ist, ob es ein Haus ist, wie auch immer. Wenn wir uns ein Kind wünschen und wenn es Hindernisse gibt, um uns diesen Wunsch zu erfüllen, egal was für Hindernisse, ob das ist, weil wir unfruchtbar sind, wie in meinem Fall, oder vielleicht keinen Partner oder Partnerin haben oder queer sind oder wie auch immer, wenn sich ein Hindernis zwischen unserem Wunsch und unserer Wunscherfüllung stellt, dann beobachte ich, habe in mir selber beobachtet und auch in vielen Betroffenen, dass der Unterschied zwischen sich ein Auto oder ein Haus und ein Kind wünschen verschwimmt, weil eben dieser Wunsch so stark in den Vordergrund tritt und man mit Verzweiflung versucht, ihn zu erfüllen und man tendiert dazu zu vergessen, dass man sich einen Menschen wünscht. Es lässt sich, also Kinderwunsch ist so ein, kann man sich was drunter vorstellen, da stellt man sich natürlich ein Baby vor, ja, man stellt sich nicht unbedingt einen Menschen vor, der eigene Ideen hat, der Bedürfnisse hat, der auch reflektieren kann irgendwann, wie er zu seinen Eltern gekommen ist. Aber das war der Moment, wo ich angefangen habe, genau darüber nachzudenken. Und das war sehr wichtig für mich, das zu begreifen, dass ein Kinderwunsch eben ein Menschenwunsch ist und qualitativ anders als andere Wünsche. Und wie Frau Koppermann schon auch gesagt hat, dass es kein Recht auf ein Kind gibt. Also genau wie wir uns, es würde absurd klingen zu sagen, es gibt ein Recht auf einen Partner oder eine Partnerin. Also viele Menschen sind sehr einsam und hätten sehr gern einen Partner oder Partnerin. Es gibt aber darauf kein Recht. Es gibt kein Recht auf einen Menschen. Genau, also das war eben der Punkt, wo ich angefangen habe, so zu reflektieren und versucht habe, von meinem Wunsch hin zu der Perspektive des Kindes, vom Kind her zu denken in meiner Kinderwunschsituation. Und in dem Zusammenhang ging es dann auch darum, meinen eigenen Wunsch nochmal zu betrachten und zu reflektieren und zu schauen, was ist das denn für ein Wunsch? Ist das so ein Block, ein Kinderwunsch? Oder hat er Facetten vielleicht? Und ich glaube, wenn wir uns mit Menschen mit Kinderwunsch beschäftigen, ist das eine wichtige Frage, zu die wir ermutigen können, sich diesen Kinderwunsch mal anzuschauen und zu gucken, woraus besteht der? Sind alle Facetten gleich wichtig? Jetzt habe ich gerade ein technisches Problem. Ich komme nicht weiter in meinen Bildern. Entschuldigung. Ich schalte mich mal kurz aus der Technik dazu. Vielleicht einmal beenden Neustart. Ah, jetzt geht es weiter. Irgendwie mit dem Fall. Ah, doch, jetzt. Okay. Entschuldigung, danke.
Genau, also eine Facette zum Beispiel ist der Wunsch, schwanger zu werden. Völlig legitim, natürlich. Aber es lohnt sich vielleicht darüber nachzudenken, woher kommt dieser Wunsch? Ist der wirklich von mir? Ist der eher von der Gesellschaft? Ist der von meiner Mutter? Wie auch immer. Vielleicht ist er auch wirklich von mir. Aber das eben diese Teile mal auseinander zu dröseln. Und das habe ich dann zu dem Zeitpunkt gemacht. Ich hatte einen Schwangerschaftswunsch und habe den dann aber betrauern müssen, weil das nicht möglich war. Und dann andere Facetten, also zum Beispiel ein Kind zu bekommen, das mir ähnelt, das meinem Mann ähnelt, das in der Abstammungslinie ist mit unseren Familien, wo wir uns wiedererkennen, auch ein völlig legitimer Wunsch, aber in meinem Fall eben nicht erfüllbar und auch betrauerbar, ja, den kann man loslassen durch einen Prozess, genau wie dieser Schwangerschaftswunsch auch ich mich loslösen konnte davon durch einen Trauerprozess. Und da blieb aber natürlich immer noch der Wunsch nach einem Leben mit einem Kind. Und der war jetzt theoretisch immer noch erfüllbar. Und das war auch ein ganz wichtiger Teil dieses Prozesses, dass die, die Tatsachen in den Augen schauen, das, was nicht möglich ist, loszulassen, das, was vielleicht möglich ist, mehr Raum einnehmen zu lassen, also eben dieser Wunsch nach einem Leben mit einem Kind. Und das war dann auch Teil dieser Bewegung hin zu von dem Kind her denken. Genau, also was gab es denn da für Möglichkeiten, wenn wir jetzt schon gesagt haben, keine Leihmutterschaft? Wahrscheinlich wie die meisten heterosexuell verheirateten Paare, der Klassiker Adoption. Das war dann auch unsere nächste Überlegung. Bei der Adoption ist es natürlich auch so, dass Kinder teilweise auch verdinglicht werden. Also das ist auch nicht frei von dieser Problematik, Kind als Ware, Kind als Geschenk. Also in Deutschland würde ich sagen, dass es eher nicht so eine Rolle spielt, diese Problematik. Damals war mein Mann gerade 40 geworden und es hieß, er ist zu alt für eine inländische Adoption. Deswegen mussten wir ins Ausland schauen und haben uns dann auch sehr intensiv auseinandergesetzt mit den Modalitäten der Adoption in verschiedenen Ländern. Wo können wir sicher gehen, dass wir nicht Teil eines Prozesses werden, wo Kinder verdinglicht werden, verkauft werden oder geklaut werden? Mit der Erfahrung dieser Leihmutterkinder war das umso wichtiger, dass wir da sicher gehen. Wir haben uns sehr lange damit beschäftigt. Ich gehe nicht ins Detail, das würde zu weit führen. Jedenfalls waren wir in verschiedenen, mehreren Adoptionsverfahren involviert, die alle gescheitert sind aus verschiedenen Gründen, aus rechtlichen Gründen, auch aus weltpolitischen Gründen. In einem Land, aus dem wir adoptieren wollten, gab es einen Militärputsch, nachdem wir da schon mehrere Jahre lang gewartet hatten auf einen Kindervorschlag und da wurden alle Auslandsadoptionen eingestellt. Letztlich haben wir kein Kind adoptiert. Aber natürlich ist es durchaus eine Option für Menschen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, wie natürlich viele von Ihnen als Profis wissen, gibt es mehr BewerberInnen, als es zur Adoption freigegebene Kinder gibt. Ja, aber es ist trotzdem eine Option, die es lohnt, auch zu überlegen. Als nächstes, nachdem wir den Schlussstrich gezogen haben unter unseren Adoptionsbemühungen, haben wir uns überlegt, Pflegeeltern zu werden. Und das war dann auch nochmal ein Moment, wo wir uns die Facetten unseres Wunsches angucken mussten, die wir vielleicht auch jetzt nochmal aufgeben mussten. In dem Fall der Wunsch, also gar nicht so bewusst, aber natürlich, wenn man sagt, okay, wir werden Pflegeeltern, dann heißt es, man muss sich von der Vorstellung lösen, dass man ein rechtliches Elternteil ist, dass man das Sorgerecht hat in manchen Fällen. Das war dann auch nochmal ein Prozess, aber auch wenn man diese Wünsche loslässt, bleibt noch die Möglichkeit auf ein Leben mit einem Kind. Und dazu haben wir uns dann entschieden und haben uns als Pflegeeltern beworben. Und fast genau 10 Jahre nach meiner Diagnose kam dann unser Pflegesohn zu uns. Er war damals 14 Monate alt, ist jetzt mittlerweile 2005, bald 9 Jahre bei uns, 8 Jahre, ich kann nicht rechnen, genau, 8 Jahre. Und er, als er zu uns gekommen ist, war mein Kinderwunsch ohne Wenn und Aber erfüllt.
Das wäre natürlich am Anfang dieses Prozesses nicht so gewesen, weil ich immer noch diese anderen Facetten hatte. Ich hatte mich immer noch nicht zu diesem Kern sozusagen des Kinderwunsches bewegt und mich auch noch nicht geöffnet für diese Möglichkeit. Aber durch diesen Prozess war das dann so. Und ich kann also sagen, dass das ohne Abstriche meinen Kinderwunsch erfüllt hat. Und ich bin deswegen auch eine große Verfechterin von dieser Option für Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch. Die Pflegschaft steht natürlich auch einer größeren Bevölkerungsgruppe offen als die Adoption. Also man muss nicht verheiratet sein. Man kann auch als Single-Pflegeeltern teilwerden oder auch Menschen, die in freundschaftlichen Kontexten zusammenleben. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch mehr Kinder, die Pflegefamilien brauchen, als es BewerberInnen gibt. Insofern ist das ein Modus, für den ich mich gerne sehr stark mache. Und wenn wir vom Kind her denken, das sind natürlich die Kinder, die es am nötigsten haben. Genau, das war also unser Happy End bzw. Happy Anfang. Es gibt auch noch eine Alternative, die ich erwähnen möchte in diesem Zusammenhang, und zwar Co-Elternschaft, das immer mehr an Beliebtheit gewinnt und vor allem auch in der queeren Community sehr gerne in Anspruch genommen wird. Und bei der Co-Elternschaft, viele von Ihnen wissen das wahrscheinlich, aber es geht darum, dass Menschen sich zusammentun, um zusammen ein Kind zu zeugen und großzuziehen, wo diese Menschen nicht alle in einer Familie sind. Klassisch ist ein schwules Paar, ein lesbisches Paar, und die Gameten von jemals einem Mann und einer Frau werden zusammengetan, und dann erziehen sie das Kind im Wechsel. Es gibt auch das Modell schwules Männerpaar und alleinstehende Frau. Es gibt aber auch freundschaftliche Zusammenhänge, in denen Menschen entscheiden, zusammen ein Kind aufzuerziehen oder im Wechsel zu erziehen. Und das ist auch durchaus eine Alternative, die sehr interessant sein kann für Menschen, die sich vielleicht sonst überlegen würden, eine Leihmutter zu beauftragen. Es gibt also der klassische, also in die Börse, die in Deutschland am beliebtesten ist, ist dieses Familyship, wo man andere Interessentinnen kennenlernen kann und sich zusammentun kann. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, Suchen Co-Elternschaft, woraus auch viele Kinder entstanden sind. Genau, und ich finde, und Frau Koppermann hat das auch angesprochen, dass es, wenn wir mit queeren Menschen arbeiten, oder auch nicht queeren Menschen, aber wenn wir mit Menschen arbeiten, die eben in dieser Entscheidungsfindung sind, wie sie sich ihren Kinderwunsch erfüllen, dass es spannend ist, vielleicht mit ihnen über die heteronormativen Vorstellungen zu reden und zu reflektieren, die vielleicht in ihrem Kinderwunsch Erfüllungsfantasien mitschwingen. So. Also zum Beispiel diese Betonung auf biologische Abstammung, dass es unbedingt ein Kind sein muss, das mit einem oder beiden von uns verwandt ist. Oder auch die Idee, die bei der Leihmutterschaft und manchmal auch bei der Adoption mitschwingt, dass ein Kind, ein neugeborenes Baby zu uns kommt, und dann können wir die Geschichte, wo das herkommt, verdrängen. So, und dann können wir aussehen vielleicht wie eine ganz normale Familie. Wir müssen gar nicht groß thematisieren, dass da auch andere Menschen involviert sind, dass es dieses Kind andere Bindungen hat, die gekappt worden sind. Und ich finde das ein spannendes Thema, mit Kinderwünschenden zu thematisieren und zu überlegen, okay, ein Leben mit Kind, braucht es diese Aspekte, oder ist es nicht auch ein, also können wir nicht auch die verschiedenen Beziehungsgeflechte, die das Kind mit sich bringt, mit integrieren in unsere Familie? Und es ist ja auch, also die Forschung zeigt natürlich, dass es für Kinder nur gut ist, wenn alles, was sie betrifft, auch nicht verschwiegen wird, sondern selbstverständliches Teil ihrer Identität ist.
Und das gehört eigentlich auch, würde ich sagen, so, zu der queeren Perspektive auf der Welt, dass wir nicht sortieren, was passt jetzt zu einem normativen Bild, sondern dass wir inklusiv sind. Und ich denke, das kann auch ein interessantes Thema sein in diesem Zusammenhang. Was dazu auch, also durch meinen ganzen Prozess habe ich dann auch nochmal über dieses Paradox nachgedacht, dass wenn wir uns ein Kind wünschen, stellen wir uns ja vor, dass wir das Kind umsorgen und alles tun, damit es dem Kind gut geht, damit es ein gutes Leben hat. Und wenn wir uns aber dann nicht Gedanken darum machen, was die Entstehungsgeschichte dieses Kindes mit ihm macht, wie es vielleicht gegen seine Würde, wie es vielleicht seine Würde verletzt, dann ist das schon ein Widerspruch zwischen dem, was eigentlich der Anspruch ist, wenn man Eltern werden will. Und ich glaube, diesen Widerspruch kann man auflösen, wenn man vom Kind her denkt. Und also das ist mein Anliegen in diesem Zusammenhang. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, wenn wir aktiv versuchen, die Leihmutterschaft als problematisch darzustellen, dass wir auf die Kinderwünschenden zugehen und ihren Wunsch ernst nehmen. Der ist legitim, in jedem Fall ist der legitim, und ihnen auch Hoffnung machen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt auf ein Leben mit Kind, wo die Würde von niemandem verletzt wird, sondern im Gegenteil, wo man eben da sein kann für die Kinder, die es brauchen. Und genau, so viel von mir erstmal. Vielen Dank, Frau Hayet, für den wirklich sehr, sehr tollen Vortrag. Ich sehe auch schon einige Applaus, Handzeichen. Ich glaube, sogar der Chat war zwischendurch still. Also ich glaube, da haben wirklich alle sehr gebannt zugehört. Und ich freue mich einfach und bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie auch Ihre eigenen Erfahrungen mit uns teilen und auch die Kinderperspektive, die in der Debatte um Leihmutterschaft oft noch zu wenig Beachtung findet, nochmal verdeutlicht haben. Und vielen Dank auch, dass Sie uns auch wertvolle und wichtige alternative Familienmodelle vorgestellt haben, die noch wenig Aufmerksamkeit bekommen und unbedingt auch weiter diskutiert werden sollten. Ich würde sagen, wir eröffnen jetzt schon mal die Diskussionsrunde. Und wenn Sie jetzt speziell Fragen an Frau Hayet haben, können Sie gerne das Handzeichen verwenden oder die Frage in den Chat stellen. Aber auch wenn Sie jetzt allgemeine Fragen zum Thema haben oder auch nochmal aus Ihren Erfahrungen berichten möchten, können Sie jetzt gern die Gelegenheit nutzen. Wenn Sie Fragen in den Chat schreiben, da ist ja auch wirklich die Diskussion schon im vollen Gange, was uns sehr freut, dann formulieren Sie aber doch bitte die Fragen auch als Fragen, damit Nina sie dann vortragen kann. Und geben Sie auch gerne mit an wen sich Ihre Fragen richten. Ich sehe noch keine Handzeichen im Raum, sind alle noch gerade ein bisschen dabei, Ihren Vortrag sacken zu lassen wahrscheinlich und für sich aufzunehmen. Nina, gibt es denn Fragen im Chat? Nein, es gibt keine Verständnisfragen im Chat bisher. Ah, jetzt kommt gerade eine rein, nämlich von Merle Z. Machen Sie Öffentlichkeitsarbeit, um für Pflegeelternschaft zu werben? Also so gezielt eigentlich nicht. Also wenn ich eingeladen werde, über dieses Thema zu reden, dann mache ich mich natürlich für Pflegeelternschaft stark, klar. Aber ich bin jetzt nicht in einer Kampagne oder so involviert, nein. Marita Knippel-Heidekrüger sehe ich mit Handzeichen. Stellen Sie gerne Ihre Frage. Ja, ich habe keine Frage im Augenblick. Aber ich möchte meinen Dank an Frau Koppermann und auch an Frau Hayet erstmal richten, die ein wenig die Auseinandersetzung, ich komme von der Internationalen Studiengemeinschaft für Prä-, Peri- und Postnatale Medizin und Psychologie widerspiegelt. Wir haben das ganze Wochenende dazu verbracht im erweiterten Vorstand
um eine Stellungnahme zu formulieren, eben unter dem Gesichtspunkt der pränatalen Psychologie. Und ich habe mich besonders gefreut, dass Frau Koppermann auch den Begriff, den Zeitraum der Entwicklung mit berücksichtigt hat. Unser Standpunkt zum Ende der Diskussion, das ist noch keine offizielle Stellungnahme, hatte sich im Laufe des Wochenendes sehr verändert, von einer Zustimmung zur altruistischen Leihmutterschaft mit einem Kontingent von vielen Beratungsmöglichkeiten, um Eltern und Eltern dazu zu begleiten, damit sie in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, die für ein Jahr oder ein Kind ihres Vorhabens beitragen. Daraus entwickelte sich aber eine Fokussierung doch nochmal auf die pränatale Psychologie-Sichtweise. Wir wissen, dass ein Kind im Mutterleib, wenn es und die ganzen technischen Prozedere durchläuft und trotzdem sich entscheidet, auch in einer Leihmutterschaft zu wachsen, dass das andere Folgewirkungen hat als bei sogenannten gesunden Kindern, also Kinder, die natürlich gezeugt werden, Kinder, die natürlich aufwachsen können, dass mittlerweile es so viel wissenschaftliche Aussagen gibt, dass alle potenzielle Erkrankungen, die das Kind im Laufe seiner Geschichte dann entwickelt, bei dieser künstlichen Eingriffen von technischen Institutionen, dass die Krankheiten prozentual wachsen. So viel kann man mittlerweile schon sagen. Und das hat uns sehr nachdenklich gemacht. Auch wenn ein Kind im Mutterleib sich entscheidet zu wachsen bei all den Bedingungen, können wir es von außen verantworten mit all dem Wissen, 100 Jahre pränatale Psychologieforschung, das dem zuzustimmen, was der Gesetzgeber zurzeit in der Planung hat. Die Einführung der altruistischen Leihmutterschaft. Und der Prozess ist bei uns noch nicht abgeschlossen, aber wir neigen im Moment dazu, zu sagen, nein, wir stellen uns gegen diese Einführung einer altruistischen oder Leihmutterschaft überhaupt. Das wollte ich nochmal sagen. Also so, ich sag mal mehr so aus meinem Herzen im Augenblick sprechen, weil es so ganz aktuell ist in meinem Leben. Dankeschön. Ich danke Ihnen, dass Sie auch Ihre Erfahrungen und Ihre Gedanken dazu geteilt haben. Frau Werner hat auch noch eine Frage. Ja, vielleicht nur eine halbe Frage und auch doch noch mehr eine Anmerkung. So ein bisschen würde ich das Thema gern auf die politische Ebene heben. Es wurde ja gesagt, wird im Moment in Berlin verhandelt. Es gibt diese Kommission zu den reproduktiven Rechten, die ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart sind. Und dort wird ja einerseits über die Abschaffung des Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch verhandelt und auf der anderen Seite über die möglicherweise Einführung von Eizellspende und altruistischer Leihmutterschaft. Und wie das immer so ist bei politischen Prozessen, wird es hier auf eine Hand wäscht die andere hinauslaufen. Es ist ja auch kein Zufall, dass es die FDP ist, die unbedingt diese Leihmutterschaft in Deutschland legalisieren möchte, weil es natürlich ihre Klientel ist, die daran groß verdient. Meine Frage wäre in die Richtung, weil es auch im Chat sehr viel darum geht, emotional und so weiter. Das finde ich, ist bei diesem Thema gar nicht, kann man gar nicht ausschließen, dass es irgendwie auch uns alle natürlich auf irgendeine Art und Weise anfasst und berührt. Dennoch finde ich sehr wichtig, was meine Vorrednerin gerade gesagt hat. Also ich bin keine Ärztin, aber ich finde sehr wichtig, dass in dieser Debatte und auch in der politischen Beratung tatsächlich sehr stark faktenbasiert argumentiert wird. Und da wäre meine sehr starke Hoffnung, dass die Vereine und Verbände, die hier sind und die Telefarm und so weiter, die Politikberatung machen tatsächlich, also das hat mir heute sehr gut gefallen, diese Aufzählung der Risiken für die Beteiligten und auch, dass mal ganz klar gemacht wird, wie viele Beteiligte
Menschen es eigentlich gibt, wie viele beteiligte Körper an solchen Prozessen beteiligt sind und dass die eben alle in den Blick genommen werden müssen. Und genau, meine Frage wäre einfach an die Vertreterin von Terre des Femmes, wie sozusagen die Strategie weiter aussieht, hier die Politikberatung in die Richtung sozusagen dran zu bleiben. Vielen Dank, Frau Werner, auch für Ihren Beitrag. Genau, Ihre Frage, um Ihre Frage zu beantworten. Wir arbeiten natürlich ganz klar zu dem Thema. Wir haben ja auch unsere Forderungen, die zu Beginn auch von Vorständin Gulak-Husak vorgetragen worden sind, und haben da quasi auch eine ganz eindeutige Linie und sind in Gesprächen mit PolitikerInnen, um natürlich auch diese Forderungen vorzubringen und aber auch was wir hier jetzt auch machen, weiter zu erklären, warum diese Forderungen zustande gekommen sind, was die unterschiedlichen Risiken, die negativen Aspekte für die vulnerablen Frauen bedeuten. Genau, zusätzlich machen wir natürlich, wenn immer geht, Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärungsarbeit, wie auch schon erwähnt wurde, im Fall von der Kinderwunschmesse, die gerade stattgefunden hat, mit offenen Briefen an die Veranstalter, Pressemitteilungen. Wir versuchen immer, wenn wir gefragt werden, da viel drüber zu sprechen und auch auch Einfluss zu nehmen. Leider sind wir nicht bei der Kommission dabei, wie auch andere Vereine, die sich beworben hatten. Wir haben uns auch beworben, die Kommission steht ja jetzt fest. Es sind 18 ExpertInnen geworden, Professorinnen und Professoren. Aber natürlich versuchen wir trotzdem darüber hinaus weiter zu dem Thema Einfluss zu nehmen und zu informieren. Sina, möchtest du dazu noch was sagen? Ja, genau. Hallo an alle. Mein Name ist Sina Tonk, und ich bin Bereichsleiterin und Referate bei Terre des Femmes. Und zu dem Punkt würde ich auch noch gerne sagen, dass diese Veranstaltung heute auch hier der Vernetzung dient. Also sowohl hier untereinander von den Teilnehmenden, als auch für uns zur Vernetzung und zu sehen, wer zu diesem Thema alles arbeitet, mit wem wir uns da weiterhin vernetzen können, damit wir dann auch bestmöglich gemeinsam aktiv zu diesem Thema zu werden und da auch die Öffentlichkeit zu informieren und Einfluss zu nehmen. Vielen Dank, Sina. Genau, Emma hat auch gerade noch mal in den Chat das Positionspapier von Terre des Femmes zur Leihmutterschaft geschickt. Genau, da sind auch noch mal alle Forderungen beschrieben. Ich sehe eine weitere Frage. Gislinde Naui, oder eine Bemerkung oder Erfahrung? Vielen Dank. Also es gibt ja angeblich keine blöden Fragen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich jetzt eine blöde Frage stellen werde. Und vielleicht können die sich da berufen fühlen, mir irgendwie darauf antworten. Ich fand das jetzt ganz tolle Vorträge. Also vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich bin mit dem Thema bisher noch nicht so vertraut, mache mir aber viele Gedanken. Und was mich sehr beschäftigt, ist vor allem die Frage, woher kommt das, also dieser unerfüllte Kinderwunsch, wo es ja auch schon hieß, das ist ja kein Krankheitszustand, der behandlungsbedürftig ist, also dass es jetzt Gefahr für Leib und Leben besteht oder so, aber der scheint ja schon immens zu sein. Und da frage ich mich, was sind die Hintergründe dafür, beziehungsweise gibt es da auch gesellschaftliche Gründe für? Also dass irgendwie noch der Druck auf dieses Frauenbild, dass so ein Druck auf uns lastet, man ist dann irgendwie erst vollwertig, wenn man ein Kind hat. Also ich kenne das auch, als kinderlose Frau wird man viel gefragt, wieso hast du keine Kinder, willst du keine Kinder und so weiter. Spielt das in diese ganze Problematik auch mit rein? Also hat jetzt wahrscheinlich nichts direkt mit diesen Gesetzgebungen zu tun, ich würde es aber einfach mal interessieren. Ja, ich würde gerne was dazu sagen. Also auf jeden Fall spielen gesellschaftliche Normen damit rein, ganz klar. Ich würde aber auch sagen, dass es zum Leben gehört, dass man sich fortpflanzen kann. Also dass alle Lebewesen, biologische Lebewesen, können sie, wenn sie gesund sind, sich fortpflanzen. Und insofern finde ich, dass die WHO-Definition von Unfruchtbarkeit, also ungewollte Kinderlosigkeit, ist ja eigentlich eine soziale Kategorie, aber Unfruchtbarkeit als Krankheit zu definieren, leuchtet mir ein, weil ein gesunder Körper kann sich in einer bestimmten Zeitspanne auch fortpflanzen. So. Aber natürlich
ist nicht der unerfüllte Kinderwunsch über alle Gesellschaften und allen Zeiten gleich. Natürlich gibt es gesellschaftliche Normen, die Druck auf uns ausüben und uns Vorstellungen in die Köpfe pflanzen, schon von Kindesbeinen an, was es bedeutet, ein vollwertiger Mensch zu sein und eines Tages wirst du eine Familie haben und so weiter. Und das war auch mein Anliegen mit dieser Idee, dass man den Kinderwunsch auch, den eigenen Wunsch auch reflektiert und guckt, woher kommt der denn eigentlich? Ist der wirklich meins oder habe ich das irgendwie geerbt und das ist einfach so eine Idee, mit der ich aufgewachsen bin? Kann ich mich vielleicht von bestimmten Aspekten lösen? Will ich bestimmte Aspekte doch, will ich an ihnen festhalten? Aber dass man da ein bisschen reflektierter damit umgeht und das nicht einfach nur so als gegeben irgendwie damit durch die Welt läuft und versucht zu erfüllen. So, also das wäre meine Perspektive darauf. Und es ist keine blöde Frage. Entschuldigung, kann ich noch mal ganz kurz nachfragen, weil ich das gerade direkt anschließe. Ich hätte gerne irgendwie einen Leitfaden, wie gehe ich denn dann mit Betroffenen am besten um? Also ich kenne viele Frauen, die das Problem haben und ich weiß dann auch manchmal gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Kann man da in irgendeiner Form versuchen, zu vermeiden, falsch zu reagieren? Das wäre noch... Also in meiner Erfahrung können Menschen, die entweder keinen Kinderwunsch haben oder die ohne Hindernis an ihre Kinder gekommen sind, nur bedingt nachvollziehen, wie das ist, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Also mich hat damals sehr überrascht eigentlich, also die Freundinnen und Freunde, die keinen Kinderwunsch hatten, klar, das war kein Thema, aber ich dachte, dass die Kinder haben, sofort verstehen würden, wie schmerzhaft das für mich ist, dass ich keins bekommen kann. Aber das war nicht der Fall, weil sie eben ohne Hindernis an ihre Kinder gekommen sind und auch in diesem Leben mit Kindern involviert waren, was ja auch nicht immer so prickelnd ist und auch anstrengend ist. Und sich dann in jemanden hineinzuversetzen, für den das die Welt bedeutet, das ist schwer. Und also ich würde sagen, dass man erstmal, wenn man das von sich selber nicht kennt, das erstmal anerkennt, dass man das vielleicht nicht ganz nachempfinden kann, aber dass man das durchaus respektiert und nicht pathologisiert. Also es gab ja auch eine Zeit, wo Frauen vorgeworfen wurde, wenn sie einen unerfüllten Kinderwunsch hatten, dass sie irgendwie irgendwelche psychologische Probleme hatten und so weiter. Also nicht pathologisieren erstmal, den Wunsch nicht und auch die Tatsache, dass es körperlich irgendwie nicht geht, natürlich auch nicht psychisch pathologisieren. Und dann denke ich eben, versuchen, so ein bisschen Distanz reinzubringen. Also hier ist mein Wunsch und wie sieht der aus? Also dass man so ein bisschen ermutigt die Menschen, so ein bisschen einen Schritt zurückzunehmen, wo man diesen Wunsch sehen kann und nicht nur von ihm besessen ist. Und das ist schwer, das dauert. Also ich hatte auch Menschen in meinem Leben, die mich dazu ermutigt haben. Es hat gedauert, bis ich das konnte. Aber das ist, glaube ich, der erste Schritt. So. Vielen Dank, Frau Hayes. Frau Koppermann, wollen Sie dazu auch noch was sagen? Ja, also erstmal überhaupt vielen Dank, Frau Hayes, für Ihre sehr persönlichen und sehr durch einerseits persönlichen und emotionalen, aber auch durchdachten Antworten und Anmerkungen. Es gibt total viel Taktlosigkeit, Geschmacklosigkeiten und sonst was zum Thema Kinderwunsch. Also allein schon, was weiß ich, wie Schwiegereltern, jetzt in Anführungsstrichen, irgendwie Kinder fragen, naja, dann ist es denn soweit und irgendwie so. Das sind ja alles sowas von Indiskretionen, als wenn da irgendwie die Schwiegermutter irgendwie neben dem Bett steht und ob sie es denn nun ordentlich machen und warum es nicht wird. Also das sind ja so Taktlosigkeiten. Oder neulich habe ich von so einer Comedian so eine gehört, wie, was man alles für geschmacklose Fragen kann. Eben immer dieses, na, wann ist es denn soweit und so. Und man weiß gar nicht, ob es bei jemandem soweit sein soll oder nicht. Und wenn es soweit sein soll, dann ist es immer eine Verletzung. Und andere sagen, nee, bei mir ist es nicht soweit und es wird auch nie soweit sein. Und manche gehen den Weg und können sich davon verabschieden und haben dann trotzdem kein schlechtes Leben und haben ein erfülltes Leben. Es sind ja nicht alle Menschen, die irgendwie, sei es gewollt oder ungewollt, kinderlos sind. Die haben auch ihren Weg gefunden und manche sind überzeugt kinderlos. Das sind nicht auch nicht alles herzlose Egoisten. Und da gibt es eben ganz vieles und da gibt es, kann man hinhören und gucken und wie kann man das begleiten und was ich ganz toll finde, wie Sie es genannt haben, diese Facetten zu rauszufinden, was ist es eigentlich daran, was ich
mir da so doll wünsche. Genau die Verlängerung meiner selbst, mich selbst im Spiegel sehen, im Alter nicht einsam zu sein. Oder also da gibt es ja, das ist jetzt ein bisschen banal, aber es gibt ja so viele Gründe daran, die zum Teil, ja, die man eben nicht erfüllt kriegt oder die, wo man gucken kann, andere Wege zu finden. Und ich finde, dass wirklich das Wesentlichste ist wirklich diese ganzen Taktlosigkeiten. Deswegen ist das ja auch andere, dass welche Kinderwunschbehandlungen immer auch verschweigen und dann müssen sie dauernd von der Arbeit weg, weil sie irgendwie zur Behandlung müssen. Und irgendwie, da wird ja so das Intimleben so offengelegt und so unverschämt, was Leute da irgendwie fragen. Ich finde, das ist einfach was Privates. Das ist nichts Schlimmes oder nichts Geheimnisvolles, aber es ist was Privates, genau wie mit einer Abtreibung. Das geht keinem was an und wenn man es erzählen möchte, kann man es erzählen, da braucht auch keiner einen zu verurteilen, aber ich erzähle es dem, wer vielleicht, wo man davon ausgeht, dass jemand da vernünftig drauf antwortet. Vielen Dank, Frau Koppermann. Gudula, möchtest du auch was dazu sagen? Ja, ich wollte gerne eine Lanze für die sogenannte Co-Elternschaft brechen. Ich glaube, ein gesellschaftliches Problem oder gesellschaftliches Diktat ist immer noch die Vorstellung, wir haben Vater, Mutter, Kind oder Kinder. Und alles andere ist abweichend von der Norm. Und da ist jetzt sehr viel Aufweichung schon passiert, aber dennoch denke ich, dass es Ansätze gibt, die noch ganz andere Wege zeigen. Ich war als Ethnologin viele Jahre in Nordkamerun in einer traditionellen Gesellschaft und habe da erlebt, wenn eine Frau da kein Kind bekam, dann wurde ihr eins gegeben. Das Kind wurde nie, wurde nicht jetzt dahin definiert, das ist deine Mutter, sondern das ist das Kind von der und der, aber das lebt jetzt bei dir und du kannst es aufziehen. Und das kann in der Verwandtschaft passieren, das kann, meistens passiert das in der Verwandtschaft. Da sind sowieso diese Zusammenhänge ganz andere. Da ist die Elternschaft viel sozialer gedacht, viel mehr, also dass da die leiblichen Mütter ihrem Tagewerk nachgehen und jemand anderes in der Zeit für das Kind da ist, was wir natürlich auch mit Betreuungseinrichtungen hier so haben. Aber da wird auch immer sehr geguckt, das ist die Mutter, das sind die Elternrechte. Und das muss in der Form gar nicht so Bestand haben. Es wurden auch in meiner Jugendzeit Modelle ausprobiert von Kommunen, Lebensgemeinschaften, wo also mehrere einzelne Männer und Frauen zusammenlebten und Kinder hatten. Mag sein, das gibt es nicht mehr, mag sein, das war nicht unbedingt das Erfolgsmodell, aber in diese Richtung müssen wir doch mal denken. Was ich merke, was hier heutzutage also auch wieder zum Teil praktiziert wird, sind diese Mehrgenerationenhäuser, ob das nun die Beginen sind oder andere Modelle, wo junge Familien und ältere Alleinstehende sich ein gemeinsames Grundstück, Haus kaufen oder mieten und in diese Richtung, das viel mehr Gemeinschaftsleben auch, wo dann so dieses typische, die Mutter, jemand kocht zu Hause und zu Hause wird gegessen, wo dann eine gemeinsame Küche auch besteht, wo die Arbeiten ganz anders aufgeteilt werden. Ich habe jetzt das Konzept nicht in meinem Kopf ausgearbeitet, was ich vorschlagen würde, wenn jetzt jemand nicht den eigenen Kinderwunsch erfüllen kann. Aber ich denke, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, darüber nachzudenken und neue Lebensformen, die auch in anderer Hinsicht sehr entlastend sein können, gerade im Hinblick auf die traditionellen Frauenrollen. Ich sehe viel Nicken.
Danke, Gudula. Das ist nochmal ein wichtiger Aspekt gewesen, der sicherlich auch eine Stellschraube ist, in der Weiterentwicklung dieser Frage und der Debatten und einfach sehr relevant auch ist, das zu überdenken. Es gab eben noch eine Frage, aber die Hand hat sich wieder gesenkt. Ich hoffe mal, dass es okay, ja, ich sehe, es hat sich erledigt oder wurde beantwortet, das ist super. Dann würde ich jetzt einmal noch mal kurz mit Blick auf die Zeit zu Nina rüberschwenken und fragen, ob es noch wichtige Fragen im Chat gibt, die du uns noch stellen möchtest. Genau, im Chat gab es Fragen, nämlich einmal von Anne-Meyer Kretner. Sie fragt an Frau Dr. Hayat, was sie Kinder wünschen und vielleicht konkret empfehlen würde, um zu einer kindzentrierteren Haltung zu kommen. Und vielleicht daran gleich anschließend fragt Merle Z., ob die Auflockerung der Kriterien für die Adoption eine Lösung wäre, damit Wunscheltern nicht zur Leihmutterschaft greifen. Also, was ich den Kindern wünschen sage, also ich meine, ich glaube, ich habe es in meinem Vortrag schon gesagt, also die Ermutigung eben, sich mit dem Wunsch auseinanderzusetzen und den zu reflektieren. Ich denke, das ist ganz blöd zu sagen, statt Kinderwunsch Menschenwunsch, und das triggert dann schon neue Gedanken. Ich denke, dass man Zeit braucht. Also ich glaube, es wäre ein Fehler, irgendwie zu schnell, zu didaktisch irgendwie Menschen zu sagen, dass sie jetzt kindzentriert denken sollen. Also ich glaube, man fängt am besten damit an, dass man sich zuerst mit sich beschäftigt, mit seinem eigenen Wunsch. Und dann dadurch öffnen sich dann schon Räume. Also, es gibt gute Bücher zum Thema, es gibt Filme, es gibt Gruppen im Internet, also sich vernetzen. Also Frau Koppermann meinte vorhin mit dem, dass es eine Privatsache ist und das stimmt natürlich. Und natürlich ist es ärgerlich, wenn Menschen da nicht sensibel sind. Ich würde aber eigentlich auch dafür plädieren, dass wir viel mehr drüber reden, also dass wir das enttabuisieren, dass Menschen in Kinderwunschbehandlungen auch offen davon erzählen, weil es betrifft so viele. Und also meine Erfahrung war, und ich glaube auch, ich habe auch Daten dazu gesehen, dass sich das eigentlich gar nicht so stark verändert hat seit 2005, als ich meine Diagnose bekommen habe, dass sehr wenig drüber gesprochen wurde. Und als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, das ist vielleicht auch ein bisschen mein amerikanischer Hintergrund, dass ich da so ein bisschen viel auch aus dem Persönlichen einfach erzähle, dass da so viele in meinem Umfeld auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, ich auch oder meine beste Freundin auch, von Leuten, wo ich es nicht geahnt hätte. Und das stärkt so sehr, wenn man weiß, man ist nicht alleine. Also ich würde ermutigen, darüber offen zu reden und sich nicht zu schämen. Und die zweite Frage mit den Adoptions, also ich meine, da muss man natürlich auch vom Kind her denken, also irgendwelche Regelungen zu lockern, damit mehr adoptieren können und da irgendwelche Abstriche machen, was die Eignung angeht, würde ich natürlich auf keinen Fall dafür plädieren. Ich glaube, diese Altersbegrenzungen sind natürlich, und die werden jetzt auch teilweise auch gelockert, da muss man halt auch nochmal hingucken, kindzentriert. Macht es wirklich Sinn, ab 40 zu sagen, man ist zu alt? Würde ich, also ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Genau, da kann man schon schauen, aber es ist eigentlich nicht das Problem, dass wir nicht genug BewerberInnen haben für Adoptionen. Also wenn wir diese Zahl vergrößern, dann gibt es nur noch längere Wartezeiten, weil die Zahl der zur Adoption freigegebenen Kinder wächst nicht. Also die Lösung ist das eigentlich nicht. Vielen Dank, Frau Hayat. Auch nochmal wichtige Punkte, die da genannt wurden. Ich würde die letzte Frage jetzt von Brigitte Siebert noch dran nehmen, die Abschlussfrage sozusagen, mit Blick auf die Zeit, damit wir auch noch kurz eine letzte Umfrage mit Ihnen machen können. Es ist eigentlich keine Frage. Ich wollte an das anschließen, was Frau Hayat eben auch gesagt hat. Ich glaube nicht, dass sozusagen die Verschärfung von Anforderungen im Bereich der Adoption dazu führen würde, dass Leihmutterschaft zurückgeht, solange dieser Weg offen ist, ist das ja natürlich sehr verlockend für Kinder, unfreiwillig kinderlose Paare, und dass dabei auch sozusagen der Wunsch, den genetischen Anteil vielleicht noch irgendwie mitzubekommen, also sich zu öffnen für ein Kind, das nicht genetisch verwandt ist, und dass
dass auch also dieses so tun als ob, dieser Wunsch, eine ganz normale Familie zu sein, also dass das da auch eine große Rolle spielt. Und das ist auch, was ich meinte, dass die Vorbereitung im Bereich der Adoption, da werden Menschen ja herangeführt, auch an die ganzen Themen, die damit verbunden sind, also die verschiedenen Personen und die Herkunft, dass das eine Rolle spielt, das fällt ja bei Leihmutterschaft alles weg. Und insofern glaube ich, dass die, wenn die Option offen ist, dass das für viele doch ein Ansporn ist. Ganz abgesehen davon, dass in der Tat nur sehr wenige Kinder Adoptiveltern noch gebraucht werden, was ja gut ist, weil Menschen und Frauen und Familien trennen sich nicht leichtfertig oder einfach so von ihren Kindern, sodass das nur ja auch nur Notsituationen sind, aus denen Kinder dann zur Adoption gegeben werden. Das war ein sehr guter letzter Beitrag. Vielen Dank dafür. Ich würde die Fragerunde jetzt an dieser Stelle leider beenden. Vielen, vielen Dank für Ihre Fragen und auch die Erfahrungsberichte, die Sie jetzt mit uns geteilt haben. Ich glaube, wir könnten noch einige Zeit weiter diskutieren, aber wir müssen leider für heute ein Ende finden. Bevor wir aber zum Ende der Veranstaltung kommen, würde ich noch einmal eine letzte Umfrage mit Ihnen machen wollen. Und zwar ist das die Frage, die wir auch schon zu Beginn der Veranstaltung gestellt haben. Wir würden gerne noch mal von Ihnen erfahren, wie Sie nach den Beiträgen der Referentin und der Austauschrunde zur momentanen gesetzlichen Regelung von Leihmutterschaft in Deutschland stehen. Carina, sag mir gerne Bescheid, wenn die Umfrage zu sehen ist. Genau, die Umfrage ist schon zu sehen. Und Sie antworten auch alle schon fleißig. Ich warte noch ein bisschen, bis die Balken sich nicht mehr bewegen. Genau, da ist noch ein wenig Bewegung drin. So, jetzt bewegt sich nichts mehr. Das heißt, genau, ich werde jetzt die Umfrage beenden und die Ergebnisse teilen. Genau, das heißt zum Schluss sind 84% dafür, dass das Verbot von Leihmutterschaft in Deutschland in seiner jetzigen Form bestehen bleibt. 3% sind für die Legalisierung von kommerzieller Leihmutterschaft in Deutschland, 4% für die Legalisierung von altruistischer Leihmutterschaft in Deutschland und 10% sind sich noch unsicher. Vielen Dank, Carina. Die Ergebnisse haben sich noch ein bisschen verändert. Wir sind jetzt auch eine andere teilnehmende Zahl, aber ich werte das jetzt auch mal so, dass sich die Unsicherheit ein bisschen gelegt hat, was mich natürlich sehr freuen würde. Genau, ich glaube, es darf einfach nicht vergessen werden, wie komplex und schwierig das Thema Leihmutterschaft ist. Die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin hat jetzt ihre Arbeit aufgenommen und wird auch zu diesem Thema beraten. TERDEFAM wird sich weiterhin dafür engagieren, dass altruistische Leihmutterschaft nicht legalisiert wird. Das Anliegen unserer Veranstaltung war daher auch aufzuzeigen, warum diese bestehende Regelung dringend beibehalten werden sollte, aber auch uns und Sie untereinander zu vernetzen, wie Sina auch schon gesagt hat. Wir möchten gerne mit Ihnen im Austausch bleiben und wenn möglich mit weiteren Organisationen und Vereinen zu diesen Themen aktiv zusammenarbeiten.